So, da sind wir wieder. Im LS19 auf der schönen Altkirche. Einen wunderschönen guten Morgen. Live auf Facebook. Einen wunderschönen guten Morgen. Vom Stefan. Stefan, dir auch einen schönen guten Morgen. Erster ab. Ja. Einen guten Morgen vom Danny. Danny, dir auch einen schönen guten Morgen. Und Danny hat einen Daumen da gelassen. Warum habe ich keinen Ton? Oh oh. Gut, ist mit dem Ton los. Der Stefan hat auch einen Daumen da gelassen. Ah, jetzt habe ich Ton. Und der grüne Nils hat auch einen Moin da gelassen. Samt Kaffeetasse. Jawohl, machen wir doch. Prost. Eigentlich läuft im Moment alles. Glaube ich zumindest. Ja, Jungs, wie habt ihr denn geschlafen? Ich hoffe, gut und bestens. Vor allen Dingen erholsam. So, noch was ändern. Das muss noch nach vorne. Schön. Nur eben eine basteln. Dann können wir loslegen. Da haben wir bestimmt nicht viel zu tun am Hof. Was steht heute auf dem Plan? Wir haben gestern aufgehört mit Tiefenlockern. Da werden wir weitermachen. Guten Morgen alle zusammen vom Frankie. Frankie, auch einen schönen guten Morgen. Wenig, aber die innere Uhr. Guten Morgen, Opi vom Alex. Alex, ja auch ein schöner. Wow. Und Alex hat auch einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und guten Morgen zusammen vom Florian. Florian, dir auch einen schönen guten Morgen. Und danke für den Daumen. Und Frankie, auch danke für den Daumen. Und Michael, danke für den Daumen. Ihr seid heute Morgen ganz schön däumelig. Ganz viele Däumlinchen. Und der Ken hat einen Daumen da gelassen. Ken schreibt morgen, Obi, dir auch einen schönen guten Morgen. So, wir gehen hier hin. Garuban. Michael, hab endlich Internet. Oh, hattet ihr kein Internet? Michael hat einen Daumen da gelassen, Dankeschön. Hatte ich glaube ich schon, macht nichts. Glaube ich dir, dass das stimmt? Zu Hause ist das Internet ausgefallen, hast du Montag erst wieder? Uiuiui. Und der Hans hat einen Daumen da gelassen, Dankeschön. Moin, großer von Annette. Moin, Kleine. Guten Morgen zusammen. Bis später. Hallo, Omi. Tschüss, Omi. Hier dann mal, ne? Omi will einkaufen gehen. Die Annette hat auch einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Moin, großer. Der war auch gut. Den haben wir noch nicht gehabt.
Auf Arbeit ist Internet, Gott sei Dank. Moin, moin, Obi, wie geht's dir? Vom Hans. Hans, mir geht's gut. Wie geht's dir? Guten Morgen, Omi. Die Omi ist schon wieder weg. Jetzt macht man eine Grafikkarte wieder Randale. Ach, lass da Randale machen, solange ihr das nicht mitkriegt. Guten Morgen, Omi, und tschüss, Omi. Ja, schon weg. Die will einkaufen. Kleine Pass, liebe Grüße an Omi. Liebe Grüße, Omi. Ist schon weg. Pech gehabt. Erstmal einen Kaffee aufsetzen. Der ist noch nicht fertig. Ich vernichte das Zeug schon seit mehr als 2 Stunden. Ja, und nach dem Stream wird Omi und ich versuchen, hier den Facebook da mit den Sternen einzurichten. Wohlgemerkt versuchen. Und wenn das funktioniert hat, werden wir bis Sonntag nur noch auf Facebook streamen. Bis Sonntag früh. Das heißt, auch die Abendstreams laufen auf Facebook. Von wegen 48 Stunden darf man nirgendwo anders streamen. Eine Grafikkarte, du gehst mal um Senkel, weil ich dich jedes Mal neu anstellen muss. Mach doch mal den da, oder mach mal den da, und mal gucken, was jetzt passiert. Wenn das Internet laufen würde, würde ich euch dabei helfen. Es läuft aber nicht. Es läuft aber nicht. Und wie willst du uns dabei helfen? Du kannst doch nicht meine Kontodaten eingeben. Und so weiter und so fort. Bei allem anderen ja. Ist doch alles geheim. Weiß doch keiner, dass wir das machen. Alles meins, mein Schatz. Mann, der Knall ist früher morgen schon heftig. Das meinte ich ja. Der ist mir logisch. Schick dir erst einen Brief mit meinen kompletten Daten, mit allem drum und dran, mit allen Zugängen und dann sage ich dir, so, jetzt kannst du mir helfen. Finde den Fehler. Hat noch so, hat noch jemand so ins Sturm, war mies. Sturm ist immer mies, aber was heißt ins? Guten Morgen von Hotte, Hotte dir auch einen schönen guten Morgen und danke für den Daumen. Gestern über Tag ein bisschen stürmisch, bei uns ja nicht. Gar nicht, gar nicht. Komisch, dass heute Morgen 15 Grad draußen ist. Und der Michael hat einen Daumen da gelassen, Dankeschön. Und du hast deswegen kein Internet. Guten Morgen, Opi, von Alex. Alex, ja auch einen schönen guten Morgen. Und der Alexander und der Alex haben Daumen da gelassen. Dankeschön.
Da ist er schon. Guten Morgen vom Alexander. Alexander, dir auch einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Euch gut erholt. Ich komme direkt. Ja, von der Nordseeküste, da hat es mich unter den Mund fast weggeweht. Ach du Halsliger. Ich glaube, jetzt werden sie alle wach. Ja. Ist ja auch schon 7 Uhr. Und vor allem, wir haben Freitag. Endspurt. Ich komme auch von der Nordseeküste. Aha. Elf Grad im hohen Norden. Nicht direkt Küste, aber von der Ostsee an den Hans. Die mir dort fehlt. In Wilhelmshaven ging es einigermaßen. Der Markus und der Pierre haben einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Nein, kein Follower. Daumen, mein Gott, Kerl. Lern lesen. Es ist noch früh. Wie gesagt, wir hatten nichts. Zwölf Grad bei uns im Saarland. Dithmarschen. Komme ich weg. Heute alles klar bei dir? Bei mir ist alles in Ordnung, ja. Ich bin so Banane wie immer. Bei mir klappt's. So selber. Mit dem. Hab ich schon vorhin. Markus hat. Noch ein Markus. Achso, ist ein anderer Markus. Markus hat auch einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ich aus Emden. Ja, dann werden wir mal sehen, wie lange das dauert, bis man die komischen Sternchen und den Kram aktiviert kriegt. Oder ob das sofort geht. Stefan haut Stürme raus. Außer müde alles gut? Ja, gegen müde kann man was machen. Entweder schlafen oder Kaffee trinken. Prost. Mehl doch in ihr Busen, wenn dir was sagt. Also mir sagt nichts. Ja, Kaffee. Prost. Nein, böse mache ich jedes Jahr eine Woche Urlaub. Ja, wer kann, der kann. Ich habe schon 3 Kaffee getrunken und bin noch immer müde. Ich weiß, wovon du definitiv wach wirst, nur wird dir nicht gefallen. Hau dir mal einen Nagel ins Knie, hast ein echtes Gefühl. Und bist wach. Das war ein saublöder Vorschlag, aber es geht. Glaub mir. Und der Werner hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Das mache ich gewiss nicht. Würde ich auch nicht tun.
Moin vom Wolf. Wolf, dir auch einen schönen guten Morgen. Und ein Hallo vom Domus, dir auch einen schönen guten Morgen. Und der Hans hat einen Daumen da gelassen. Danke. Und Domus hat einen Daumen da gelassen. Danke, danke, danke. Irgendwas hängt da noch drunter. So, da war ein Daumen. Ah! Und du musst schreiben das zweite Mal, Haul. Ausreichend Follow. Hä? Enki? Das heißt Follow Waage. Was los? Michael, 419 Tage. Na du, wenn ich ein bisschen übertreibst, ne? Hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Lubmin. André, dir auch einen schönen guten Morgen. Aus dem wunderschönen NRW. Am Niederrhein, da wo jeden Freitag die Erdachse geölt wird. Ex-Flowage. Da steht nichts. Hm. 520 Tage. Yay. Ja, da sind schon einige lange dabei. Äh, 502 Tage, stimmt, sorry. Alex, 474. Apfel seit 97 Tagen. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich meine, du bist schon länger dabei. Aber macht ja auch nichts. Sind nur Zahlen. Und ich übertreibe es, sagst du, Michael, ja. Bei einer Person weiß ich, die hat schon 2 Jahre voll. Das ist meine Schwiegertochter. Hauptsache man hat Spaß, richtig. Ich habe vorhin, gerade vor dem Stream, schon wieder mit der Omi die Diskussion geführt von wegen 3 Stunden morgens und abends zu viel. Jeden Tag. Hat sie mir wieder einen verplättet. Aber ich mache das nun mal gerne. Sonst glaube ich, könnte ich da doch gar nicht jeden Morgen, jeden Abend. Nee. Los zusammen. Kaffeekanne ist voll, ist gut. Sie macht sich halt Sorgen um deine Gesundheit. Ja, ich weiß. Ich rede ja auch ganz normal mit ihr darüber. Das ist ja kein Anranzen oder so, weil das ist nur Vorsicht, pass auf, sonst fällst du wieder aus und das bringt dann keinen was.
Ruppi, wie viele Vorgewände hast du gemacht? Ich meine zweimal oder dreimal? Ich meine zweimal hier. Ein, zwei, nee, sind drei Runden. Sonst kannst du nicht vernünftig wenden mit dem Ding. Ist mit drei schon knapp. Und jetzt sollen ja noch mehr werden, Michael. Ich möchte ja auch noch YouTube-Videos machen. Einmal alleine schon mit dem Consolero, mit dem Nils. Da will ich was aufbauen. Dann einmal mit unserer Gruppe und eventuell eine Challenge. Also dann werden wohl wochentags, abends drei Tage ausfallen. Da wird dann aufgenommen. Da muss ich dann auch noch irgendwie mit einplanen. Es soll definitiv mehr werden. Ich bin ehrlich, ich gehöre zu den Radiohörern beim ersten Kaffee am Morgen. Du bist ja wesentlich entspannter. Angenehmer. Die Sorgen von zu viel kann ich verstehen. Ich kenne Leute, die mal aktiv waren. Draußen ins Kino und so weiter. Die kommen nicht mal aus der Bude. Ja, bei mir ist das ja, ich komme ja eh nicht aus der Bude. Es sei denn, ich gehe mit Omi spazieren, weil meine Bewegungsfreiheit das ja gar nicht zulässt. Sitzen kann ich ja. Und das sogar lange. 522 Tage. Komm mal. Marcello. Marcello, dir auch einen schönen guten Morgen. Und Domus hat einen Daumen da gelassen. Emmerich hat einen Daumen da gelassen. Deswegen bin ich ja so froh, dass ich das gefunden habe für mich. Habe ich eine schöne Beschäftigung. Kann meinen Zuschauern im Geist gehen, kann die anmeckern. Macht auch Spaß. Der Alex 452 Tage. Ich habe wirklich viele, viele, viele Langzeitabonnenten. Danke für eure Abos. Danke. Ich habe eine sehr, sehr, sehr treue Community. Merke ich allein schon daran, ich war 5 Monate nicht online und trotzdem sind sie alle da. Ich kenne Kanäle, die haben dann absolute Einbuße. Kaum noch Zuschauer. Überhaupt nicht. Meine Auszeit hat keinen Schaden angerichtet. Prost. Wer von euch Hobbeditzen hat denn schon gefrühstückt? Und wenn ja, dann was? Ich glaube kaum, dass ich jetzt eine Antwort kriege um 7.29 Uhr. Du hast gestern gesagt, dass du Twitch hast. Wo finde ich dich da? Guck mal in die Stream-Beschreibung. Da stehen die Links von der Omi drin, von mir drin, von Sascha drin. Zwei Wurstsemmeln habe ich zum Frühstück gehabt. Wow, Stefan war schon fleißig. Okay, und wenn du dann nicht finden solltest, muss ich tatsächlich den Link reinkopieren. Aber dann muss ich wieder aus dem Spiel raustappen.
Stillt Kaffee auch als Frühstück? Nein, weder Kaffee noch Zigarette. Ein Laugenbrot, Brezeln mit Butter und ein Kaffee. Gut. Nein. Annette, nein. Zählt nicht. Und der Daumen daran bringt es auch nicht. Ich wünsche allen alles Gute, dass sie nicht von Corona zu tun haben. Bin seit Dienstag in Quarantäne und es geht mir richtig schlecht. Wolf, ich wünsche dir gute Besserung. Hoffentlich artet das nicht aus bei dir, sondern hast einen relativ glimpflichen Verlauf. Muss dazu sagen, Omi und ich sind zum Glück bisher verschont geblieben. Gut, wir gehen ja auch nicht so viel raus. Oder eigentlich gar nicht. Außer die Omi zum Einkaufen oder mal einen Cappuccino trinken. Den Rest verbringe ich ja mehr mit euch als mit der Umwelt, die ich hier habe. Danke, bitte, bitte. Wie gesagt, danke für euer Teilen. Teilen ist ganz wichtig, sonst erfährt die Welt nicht, dass ich streame. Das könnt nur ihr bewerkstelligen. Und danke für eure Follower. Wenn wir nämlich die nächsten 1000 voll haben, da fehlen noch etwas über 500, dann machen wir wieder einen 12-Stunden-Stream. Puppi, seid ihr denn geimpft? Die Omi und ich sind beide geimpft, ja. Ja, durch meine ganzen Tabletten, die ich nehmen muss, bin ich sowieso so ein bisschen immunitätsangeschlagen. Und Oma hat gesagt, sobald ich für dich irgendwie einen Termin kriege, knallst du dir die Nadel da rein und gut ist. Meine Tochter sitzt in Quarantäne. Da sie mit Kindergarten Kontakt gehabt haben könnte, das kann passieren. Meine Einstellung zu Nicht-Impfen ist, jeder soll das machen, was er möchte. Und der Rest geht mich nichts an. Würde jetzt gern auch zucken. Was hindert dich daran? Mach das Spiel an und spiel, wenn du es hast. Wenn du die Zeit dafür hast und so weiter und so fort. Wir machen hier nun jede Tagparty. Den verstehe ich nicht so wirklich. Bin ich zu Hause? Ja. So, der nächste Kaffee. Prost. Oh, Stefan, warte. Warte, ich mach mit. Prost, Stefan. Daddy, 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 daddy. Prost, Kobi. Prost, Hans. Prost, Obi. Danke.
Ah ja, klar, so verstehst du, und so ist das gemeint. Dann verstehe ich das. Ja, Kind in Quarantäne, Opi, du musst verloren bleiben. Logisch. Bau einen Rennparcours in deiner Wohnung auf, lass den ganzen Tag durch die Wohnung rennen, kannst dir Preise gewinnen lassen mit Bonbons oder sonstiges, wenn sie noch klein genug sind. Guten Morgen an Opi und die Gang. Enrico, dir auch einen schönen guten Morgen. Oder Plüschtiere hin und her werfen, Challenge oder sonstiges. Irgendwas gibt es immer. Hauptsache, die fallen abends todmüde um. Marco hat einen Daumen da gelassen, Enrico hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Wenn ihr einen Garten habt, durch die Wohnung, durch den Garten, eine Challenge mit rumhüpfen, mit wer weiß was, im Kreis drehen, auf allen Vieren krabbeln und. Grüß dich, Jopi, schönen guten Morgen. Gisela, dir auch einen schönen guten Morgen und ich hoffe, dir geht's auch gut. Und du hast gut geschlafen. Dürfen wir dann machen, dann dürfen wir düngen, dann nehmen wir uns den Kalker und den Sensor, brettern hier drüber, dann haben wir das Feld fertig vorbereitet, dann können wir das wieder ansehen. Ich steige jetzt wieder um auf die Art und Weise, komplette Feld fertig machen, nächste Feld. Geerntet werden kann überall schon im Voraus, aber ansonsten bleibt immer die Hälfte davon liegen. Bald hast du es geschafft, Opi, ach, halb so wild. Das kann ich den ganzen Tag machen. Und die Arbeit spielt mir eine Karte. Ich kann damit mit dem GPS fahren und mir in Ruhe den Chat vornehmen. Was ich bei so manchen anderen Arbeiten nur sehr schlecht kann, wo man sich darauf konzentrieren muss, wie Gabelstapler fahren. Guten Morgen zusammen von Peter. Peter, dir auch einen schönen guten Morgen. Und Peter hat einen Daumen da gelassen und die Gisela hat den Stream geteilt. Dankeschön. Ich muss mal was gucken. Ich meinte, gestern habe ich das Problem gehabt. Nee. Ich meinte, ich habe gestern. Ist aber nicht. Dann war das bei Twitch, dass der mir nicht die neuen Follower angezeigt hat. Und der Wolf hat einen Daumen da gelassen und der Bernd hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Schon wieder Dieter. Der Typ geht auch nicht aus meiner Birne raus. Da bin ich mal gespannt, wann meine Mitspieler aufkreuzen. Stefan hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Danke für die ganzen Daumen und danke fürs Teilen. Macht der Junge ein Lied raus? Wird bestimmt kein Hit. Und danke für die ganzen neuen Follower. So, ich bin nochmal raus, wünsche an dir einen schönen Tag. Hotte, dir auch einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Danke fürs Reinschauen.
Ja, der Witold ist da. Einen guten Morgen, Witold. Witold hat auch einen Daumen da gelassen. Wünsche wohlgeruht zu haben. Bisschen genau wegschrubbeln. Dann die Arbeitsgeräte tauschen. Willi, dir auch einen schönen guten Morgen und es gibt keine Schlümpfe. Nein. Bei mir, Opi, bei dir sind Schlümpfe. Aua. So früh am Morgen. Hast du vielleicht zu viel Lack gesoffen? Wäsche falten und Opi lauschen. Das ist auch eine Beschäftigung. Hoffentlich sieht die Wäsche dann nicht so aus wie ich. Total verknittert. Und jede Menge Balken. Da hilft auch kein Bügel mehr. Zu viel Bier, Obi. Oh Gott, oh Gott. Hast du dir jetzt die Nachwehen? Ja, dann kann ich ja sagen, Schlümpfe geht noch. Wenn du weiße Mäuse siehst und so ein Zeug, dann würde ich mal zum Arzt gehen. Ja, dann wünsche ich dir angenehme Nacht. Kopfschmerzen. Ja, schön. Selber schuld. Hau dir nicht das Mistzeug in den Kopf. Nee, 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 habe ich kein Mitleid. Nächstes Mal weißt du, bevor du dir das Zeug reinkippst, geh erst zum Kiosk, kauf dir eine ganze runde Packung von Haribo-Schlümpfe und morgens früh weißt du dann, was los ist. Dich hat jemand gewarnt. Wasser trinken, Opi und Prost? Ja, sofort. Ne, muss ich jetzt machen, das ist so viel. So lange ist die Strecke nicht. Bin da schon dabei. Wenn ich hier schon rumstehe, ne? Ich hau euch mal einfach meinen Twitch-Link hier rein. Für die Leute, die Interesse haben, da mal reinzuschauen abends. Dahin. Das ist der Moment, wo man seine Hände verflucht. Man will was kopieren mit der Maus und man fühlt die Maus nicht. Fixieren. Fixieren, so. Was du trinken, Prost, wenn du brav bist, Opi? Was ist denn, wenn ich brav bin? Ich bin immer brav, hallo? Gut gedankt, Willi. Hand schmeißt sich weg. Alkohol ist so.
unnötig Ehe kaputt, weil er nicht genug bekommen kann. Ja, sowas passiert. Alkohol löst keine Probleme, aber Beziehungen und Arbeitsverträge und sowas. Nicht immer, ich bin immer lieb. Das steht bei mir in der Betriebsanleitung. Seit wann steht das da? Ja, seitdem ich existiere. Die schreibt sich von selber. Die schreibt sich immer genau so, wie ich sie brauche. Und heute Kaffee und Cola-Kur und Salzstangen. Um den Magen wieder zu beruhigen. Stefan, seit jetzt schon immer so gewesen. So, geschafft. Die Bahn raus. Zurück zum Hof. Mit Ding sauber machen. Wegstellen. Dann holen wir uns die Mistkiste. Immer ein bisschen mit Kacke rumwerfen. Deri, deri, deri. Und der Lieben hat einen Baum da gelassen. Dankeschön. Mist was, Opi? Mistkiste. Miststreuer. Zum Düngen. Den holen wir uns gleich. Ja, Fachausdrücke müssen nicht immer so unbedingt sein. Also, ich finde Mistkiste gar nicht schlecht. Ach, da ist die Omi ist Omi wieder wieder. da. Hallo, Omi. Das ging schnell. Es ist früh. Wir können Ja. lange auf sein. Ist keiner da, ist der Laden leer. Da di, da di, da da. Hallo Omi von Stefan, du warst schon wieder zu lange, ist schon wieder raus. Moin, moin Omi, aber ich schätze, die wird wohl gleich noch mal in den Chat kommen. Dann könnt ihr alle Moin sagen. Sebastian und der Rolf haben Daumen da gelassen. Alle schreiben Hallo Omi. Moin Teichi? Hä? Wo ist denn Teichi? Ich sehe kein Teichi. Alle schreien Moin Omi und Omi ist ja nicht da. Die flitzt noch durch die Küche und so weiter. Frage ich mich gerade auch, ob ich, ja, ich sehe keinen Teich. Vielleicht haben die den in der Freundschaftsliste und sehen den deswegen. Das könnte natürlich sein. Das ist blöd. Und der Martin auch einen Moin raus mit Kaffee und Croissant, die auch einen schönen guten Morgen. Kaffee kann ich auch, Croissant nicht. Prost. Die Omi macht mir sicher ein Frühstück, Obi. Den hat sie gut gemacht. Prost, danke. Aber ganz sicher macht die das, ganz sicher.
Aber hier steht er nicht. Wo ist mein Misti Misti? Mein Kinderauto. Guten Morgen, Opi. Einen wunderschönen guten Morgen, Odin. Wie geht's dir? Danke, danke. Wo im Spiel ist der Button zum Überweisen? Quasi für Realkonto, das wäre mal gerade 1,2 Millionen. Den habe ich auch schon gesucht. Das ganze Knicken, Annette. Du bist gerade vorbeigefahren. Ja, ich weiß. Hab's gemerkt. Danke dir. Morgen Odin vom Willi. Moin, moin. Na, Schnucki, alles klar bei dir? Ah, bei dir auch? Bei mir ist alles in Ordnung, ja. Das ist schön. Ups. Oh, was war das? Das war aus Versehen meine Handyhalterung, die ist weggerutscht. Oh, meine Ohren. Ei, ei, ei. Jetzt sind sie alle wach. Und der Rolf lässt ein Lachsmiley da, Dankeschön. Der Martin einen Daumen, Dankeschön. Na, wollen wir mal gucken, was wir mit dem Kackewerfer machen. Ich schätze ja. Kackewerfer. Das stimmt nicht, das dürfte mehr sein. Moin Odin vom Hans und vom Stefan Appelbacher. Oh, moin, moin. Das sieht schon besser aus. Oh, mehr dürfen wir nicht, sonst kriegen wir da oben die Ecke nicht. Achtung, Synchro. Synchro. Synchro, 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 Synchro. Die deutsche Nationalsynchro. Ja, super, Ingo. Ja, Martin hat mir schon der Walter hat auch einen Daumen da gelassen. Synchro. Danke für den Daumen. Moin Odin vom Nils. Moin, moin. Der Willi hat schon wieder Schlümpfe. Ah, da ist der Nils. Guten Morgen, Opi. Einen schönen guten Morgen, Nilsi Mausi. Und dann den grünen Nils und den Norwegen Nils. Und der Opi bastelt sich eine. Ich dachte, du machst eine Synchro. Nee, doch auch. Wo? Ah. Ja. Ein Odin ist da. Schöne, schöne Grüße an deine Frau. Ja, die ist gerade unten und bringt die Lütte weg. Ach so. Ab ins Taxi, Schule. Die, 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 die. Dann mach doch mal hinne. Ach, lass ihn doch. Nein. Vielleicht macht er gerade diese komische Hinkelsteinhüpfen. Ja. Ich mach das aber nicht. Ich mag das aber nicht. Nein. Ich meine mit deinem Förmchen in Ruhe. Jo, bist durch. Ja, jetzt bin ich doch da. Herrlich. Ich muss direkt mal auf die Karte gucken, was du anstellen kannst. Wo warst du denn gestern dran? Holz und Mist wegfahren. Mist wegfahren? Ja, was Omi gemacht hat. Zu den Kühen, Silage. Ja, das ist Silage und kein Mist. Aber du könntest auch Mist wegfahren ins Lager. Kannst du also Silage weitermachen da hinten für die Kühe? Wenn du möchtest. Und wenn du damit durch bist, kannst du die ganzen Mistplatten leer fahren. Ins Lager rein. Ja. Wenn du Fragen dazu hast, darfst du die gerne stellen. Werde dir, wenn du Glück hast, sogar eine Antwort geben.
Ehrlich? Mhm. Ist ja nett. Und der Walter, der Norbert und der Tobias haben einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Einen guten Morgen, Opi und Omi, Gumuchet. Sascha, dir auch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, ihr Lieben vom Tobi. Tobi, dir auch einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Sascha hat einen Daumen da gelassen. Danke. Der Tobi hat den Stream geteilt. Danke fürs Teilen. Ja, Teilen ist heute Morgen ganz schön rar. Irgendwie haben wir den Teilen-Button nicht gefunden. Und der Follower-Button war auch noch nicht im Einsatz. Schnarchnasen alle da draußen. Langschläfer. Und ich krieg ein Herzchen vom Tobi. Dankeschön. Ja, Sascha, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Aha. Gut. Ich weiß, warum mit Mystica Pi. Aua, Opi, aua. Oh, hast du Auern hier, Willi? Tut mir aber gar nicht leid. Nein. Wer sich den Kopf zuschießen kann, der hat nichts anderes verdient. Wünschte Kopfschmerzen Hölle seinen Vater an. Dann lernst du das vielleicht mal, das Zeug aus dem Balk zu lassen. Gott verdammt. Und die Cornelia hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Es ist. Oh, die Mäuschen, was ist los? Du bist heute Morgen so stille. Wie bitte? Wie bitte? Danke. Willi hat den Stream geteilt und einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Läuft. Und der Thorsten hat einen Daumen da gelassen. Danke, danke. Wunderschönen guten Morgen zusammen, Thorsten. Thorsten, dir auch einen schönen guten Morgen. Wünsche wohl geruht zu haben. Und auch einen schönen guten Morgen an die anderen Zuschauer, die nicht schreiben, sondern nur im Lurk sind. Ja, im Moment sind wir ja relativ viele. Heute werden Omi und ich versuchen, das Kram mit den Sternen hier einzubauen, einzupflegen. Da ist die Omi. Hat den Stream geteilt, danke. Und wenn das passiert ist, werden wir bis Sonntag nur noch hier streamen. Wegen der sogenannten 48-Stunden-Regel. Man darf dann nirgendwo. Was heißt das? Man darf nirgendwo anders streamen. Achso. Sonst sehen die das als Regelverstoß. Du sitzt im Radlader, ne? Jetzt sitze ich im Radlader drin, ja. Na gut. Dann gehe ich mir das Zeug so holen. Befülle Hänger mit Silage. Das Silage. Französisch für verrottetes Gras. Silage. Oder so. El Silage. Und die Omi hat den Stream geteilt. Und der Tobi hat einen Daumen da gelassen. Und der Tobi hat den Stream geteilt. Dankeschön. Oh, viel Mist haben wir nicht mehr. Ich glaube, du wirst gleich mal zu mir rüber müssen. Ja?
Fleisch oder Mist oder was? Ja, ich brauche Mist. Du musst mich mit Mist beladen. Okay. Kommen wir zum Kuhstall, da ist viel Mist. Und warte, bin den gleich Mist. Da. Moment. Guten Morgen, ihr Lieben, und für alle Kaffee. Tobi, dir auch einen schönen guten Morgen. Moin, moin. Oh, Olaf hat Husten. Ja, ein wenig. Aber nichts Schlimmes. Husti und die Netti. Jetzt können wir warten, bis der Faulpelz hier ist. Hey, hey, hey. Ja, komm her mit der Kiste. Ich brauche den Mist. Ja, ich muss doch aber erstmal die Schaufel leer haben. Oh, Jung. Fertig? Ja. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Fertig? Ja. Hast du mich schon beladen? Dann sind wir endlich da. Gleich. Ich muss aber nochmal auf Toilette. Halt nochmal an. Ja. Wann sind wir endlich da? Gleich. Gleich schreit er mir an. Halt die Klappe. Nein. Da kommt dann so die Hand aus dem Bildschirm raus, so einmal links, so patsch, patsch. Einmal patsch. Ich stehen bleiben. Weiter. Bist du da und jetzt? Ja und nun? Junge, zum Kuhstall. Bin doch schon da. Den Satz kenne ich bei meiner Nichte, ja, ich weiß. Deswegen mache ich das ja. Obi, Mimimi, ja, wir haben heute Mimimi Freitag. Willi, hast du Kopfschmerzen? Ja. Ach, guck mal, da ist ein Odin. Ach, guck mal, da steht ein Wartender. Ein Wartender. Ein Wartender. So, der, bin da. Jetzt? Ja, da, das braune Zeug in den Anhänger, bitte. Wenn geht, morgen noch. Gut. Ach, dann habe ich ja noch Zeit. Mhm. Wann sind wir endlich da? Verrate ich dir nicht, du Pitz. Dauert dann noch lange. Ja. Ich will aber noch ein Eis haben. Nein. Krieg ich Pommes? Mach dir welche erste Manager. Du musst mit dem Ding kein Breakdance machen. Ja, jo, klar. Oh, wow. Das sieht so gefährlich aus. Yippie. Ja, nee, rechte Maus, das du alles. So, weil ich dann gleich mit den. Du müsstest eigentlich den ganzen Mist direkt in einen anderen LKW packen und verfahren. Nach drüben ins Lager rein, sonst habe ich nicht genügend Mist. Wo war das Lager nochmal für mich? Direkt hinter dir. Hinter mir? Achso, diese vier großen Türme hier. Nein, Schnucki. Auf der anderen Seite von diesem Platz rüber, da hinten ist so eine Mistbrücke und ein Güllelager. Einen wunderschönen guten Morgen. Moin, dir auch einen schönen guten Morgen. Leute, jetzt könnt ihr alle Monat. Eis, Döner. Döner macht schöner, kann ich gebrauchen. Hergeben. Du machst gleich mit? Ich bin jetzt schon auf dem Wege. Volle Olle. Mit allem drum und dran? Mit allem drum und dran. Leute, die Omi ist live. Ihr dürft alle rübergehen zu Omi. Moin, moin, moin. Guten Morgen. Hans. Ein ja, herrlicher Anblick, ne? Muss ja die Zeit noch nutzen, ne? Ja. Das gibt also gleich irgendwie eine Synchro, ne? Da kann nicht viel passieren, außer dass Odin gänzlich umkippt mit dem Ding. Ja. Guten Morgen, Omi vom. Ja, dann nicht vorweg, nachher passiert's noch. Der Omi, guten Morgen, mein Sonnenschein, mit Blümchen und Sternchen. Und ja, Willi. Guten Morgen. Lass den Odin doch üben. Voll Odin. Hab's gesehen. Tata Odin. Auf die armen kleinen Decken hier. Die nicht fliegen können. Prost, Oma. Synchro. Ein guten Morgen von Sascha.
Moin, moin mit Herzchen von Annette. Ja. Und der Janis hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und danke für die ganzen neuen Follower. Bitte? Ich muss mal deinen Stream auf dem Handy neu aufrufen, weil bei mir hat sich überhaupt kein Chat mehr angezeigt. Oh. Aber alles gut, alles gut. Und da bin ich schon. Warum zeigst du mir keine Dinger an? Ach, das ist doch blöd. Ist es blöd? Ja. Blöde Düngerdinger. Blöde Düngerdinger. Ah. Blöde Düngerdinger. Synchro. So. Nasen Sascha, ja. Da muss ich unbedingt noch den Stuhl richtig machen. Ich glaube, wir können jetzt hin und her fahren. Weil ich bin ja noch nicht auf der Arbeit. Ich bin ja beim Entspannen. Synchro. Synchro. Da kommt ein Teich hier reingestürmt. Ja. Ohne Anmeldung. Ohne Vorankündigung. Schon wieder. Erwischt, der ist anscheinend auch nicht im TS. Nein. Da muss er aber mal rein. Ja. Schwimmling. Ansonsten haben wir ein Problem. Die Omi ist live, ihr dürft alle rüber zu Omi. Und Follower da lassen, nicht vergessen. Guten Morgen, Lolo. Danke für den Kaffee. Ich habe aber Kakao hier stehen. Auch wenn ich das nicht darf eigentlich, aber ich tue es dann trotzdem zwischendurch mal. Bist du wieder kakaosüchtig geworden? Ja. Also ab und an brauche ich mal einen Kakao. Was Süßes für die Süßen. Ah, danke schön. Guten Morgen, Nils. Oh Gott. So wieder da. Ja, willkommen zurück. So, der Teich ist jetzt durch und weiß nur keiner, wo er ist. Denn ich habe das Gefühl, der ist nicht da. Die Synchro muss abgebrochen sein. Denn der steht nicht im Kontor. Dann ist er nicht da. Ja. Und die Wasser trinke nicht vergessen. Einen schönen guten Morgen, Teichelieb. Opi, du musst das Ding auch einschalten, sonst geht das nicht. Guten Morgen, Teichi. Morgen. Wie geht's denn unserem Teichi heute? Oh, sehr gut. Sehr schön. Gut geschlafen. Oh. Voll motiviert. Aha, jetzt ist Teichi. Ja. Gut. Jetzt was möchtest du machen? Mist fahren für Opi oder gehst du rüber zum Holz? Er kann. Der hat genug Arbeit. Gut. Ja, ich würde die Wiese weitermachen. Mhm. Gut. Holz braucht zurzeit nicht mehr gemacht werden. Der Odin hüpft gerade über die Map. Hallo, ja. Teichi. Ich hab meinen Silage-Anhänger gesucht. Ah. Le Silage. Ich das jetzt zu den Kühen noch mal kurz rüber und dann mache ich den Wagen erstmal voll mit Mist. Nach. Ja, kannst du alles darüber pumpen. Ich bin nämlich schon fast wieder bei 80%. So, jetzt geht die Omi erstmal gucken, was hier so wieder los ist, ne? Ich stand keine Ahnung, Omi. Ich weiß zumindest, dass ich habe mich noch nicht um die Tiere oder so gekümmert, aber. Ja. Es bringt ja nichts, wenn ihr jetzt den Dings für den Mist erstmal braucht. Ja, aber da ist noch ein Feld, wo weiter geerntet werden kann. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Und muss auf jeden Fall sauber gemacht werden. Grasfeld ja. Kann. Ich guck gleich schon. Schwarz abgefahren werden. Und auf der rechten Seite haben sich Indianer angesiedelt und auf der linken Seite Eskimos. Das ist nicht der Link von der Omi, nein, das ist der Link von mir. Das ist der Link von Opa. Aber du kannst die Fixierung rausnehmen, wenn du möchtest, und den Link von der Omi reinmachen und fixieren. Ich weiß gar nicht, ob er das kann, aber das wäre ja mal ein guter Test. Das wäre mal ein guter Test. Odin? Ja? Was machst du da? Ach, du fährst über den Rummelskram, der da drin ist. Auf geht's, Teichi, auf geht's. Die Anja hat einen Daumen da gelassen und die Anja hat einen Stream geteilt. Dankeschön. Dir auch einen schönen guten Morgen, Anja. Ich hab schon Hallos. Was hat er dann?
Nee, ich hab gerade bei mir, es hätte geklopft. Achso. Ist doch keiner da in der Wohnung sonst noch. Bleib doch, ich hab Hallos. Dann würde ich zurückkloppen. Dafür müsst ihr ja aufstehen, hast du sie noch alle? Danke, danke, danke für die ganzen Daumen, fürs fleißige Teilen und vor allen Dingen danke für die ganzen neuen Abonnenten. Jo. Wir sind bald bei 7500 Abonnenten. Bei 8000 machen wir wieder einen 12-Stunden-Stream. Ja. Also haut auf diese komische Abo-Taste. Kostet nichts. Da ist ja immer noch Zeug drin. Ich dachte, das ging ja schon leer. Oh. Oh. Warum weinst du so? Ach, mir war gerade so danach. Ach so. Das ist schön. Einfach mal so. Ja, wir haben ja Mimimi Freitag. Bist du? Hört das ja nicht. Der freundliche Hausgeist-Club bei Omi. Dort kann sein, ja. Lass mal geistern. So. Servus Odin, Servus Omi von der Anja. Moin Moin Anja. Guten Morgen. Morgen. Morgen Michi. Und Omi, hast du gut geschlafen vom Äpfelchen? Ja. Doch soweit ganz gut. Doch soweit ganz gut. So, mal gucken, wo die Tante Odin ist. Ich brauche neuen Mist. Da bin ich doch. Ja, jetzt geht die Omi erstmal gucken, was hier überhaupt noch hoch ist. Ne? Ich finde hier nämlich nichts mehr auf dem Hof. Da, wo früher mal was gestanden hat, steht jetzt ganz andere Sachen drin. Hier hat sich alles bestellt, weil die Jungs von links nach rechts, von Kreuz nach Römen stellen. Vor allem die 8 Millionen komischen Fässer. 3 Stück sind da. Ja, plus den großen. Oh. So, jetzt bin ich gespannt, ob der Michael den Link fixieren kann und meinen aufheben kann. So. Der Sven hat einen Daumen da gelassen. Dann du. Gelästert doch mal. Ja, und der Sven hat einen Stream geteilt. Dankeschön. So. Moin Opi von Nils. Ne, Omi. Opi, du hast doch schon Opi geschrieben. Ich glaube, der meint dich. Der Nils war schon bei mir. Ach so. Opi. Ja, hallo. Und Nils hat den Stream geteilt. Und einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und Julian hat den Stream geteilt. Dankeschön. Jo, jetzt geht die Teile richtig los. Das finde ich gut. Also er hat anscheinend deinen Link nicht festmachen können. Dann mach ich das. Nee, ich glaube gewisse Sachen. Aufheben. Fixieren. Das ist der Link von Omi. Ihr dürft alle rübergehen. Tschüss. Ich bin der einzige Streamer, der seine Zuschauer wegschickt. Ist ja alles für die Omi. Die Omi streamt auf Twitch. So. Ich kriege hier so viel Bimmel. Ich glaube, der zeigt mir da gar nicht alles an. Nö. Doch, hat er geschafft? Nein, hat er nicht, war ich. Ich habe geschrieben, dass man nur als Administrator kann. Ach so. Ja. Gut, ist das, hatte ich fast geahnt. Kann ich nicht fixieren, da ich nur Moderator bin. Nur. Oh. Jetzt geht's Mimimi richtig los. Aber volle Olle. Das am frühen Morgen. Ja. So, da habe ich ja mal eine Ecke gefunden, wo ich arbeiten kann. Ja. Schön, ne? Muss verstehen bei Michael, der hat zu Hause im Moment kein Internet, der weiß nicht, wo er sonst rumheulen kann, also muss er das hier machen. Okay. Die. 59 Tage noch, jawohl Nils. Alles Heulsusen hier, ne? Mann. Ja, da muss ich ja anfangen. Hä, okay, Micha? Odin, der Radler wackelt. Ja, der Radler wackelt öfter mal.
Mimi. Oh, ja, was gibt's denn zum Frühstück? Frisch gebackenen Odin. Ja. Ein Shay macht. Nein, 59 Tage noch. Gestern waren es 60 Tage, Willi. Kau. Nachdem ich mich schon durch die Läden gequält habe. Julian hat auch das Stream geteilt und Nilsi hat einen Daumen da gelassen. Ich glaube, das habe ich schon alles vorgelesen. Na gut. Noch 59 Tage, dann ist es dann soweit. Dann kommt der LS 29. 22. Oh Gott, Mami, hol mich von der Zeche, ich kann das Schwarze nicht mehr sehen. Mettbrötchen oder eher gehacktes. Kommentar fixieren und sollte das Molly gehen, geht aber nicht. Anscheinend geht es nicht. Nicht. Service Willi von Anja. So aber jeder hier, der jetzt den Link sehen will, glaube ich. Nee. Wieso hat der. Der Michael hat den doch gefixiert. Ich habe laut dem, was ich hier stehen habe. Ich habe den fixiert. Ja, aber er hat den Link gepostet. Deswegen steht da sein Name. Ah. Ich bin als Community Manager angestellt. Das heißt nichts. Hier passt doch schon wieder irgendwas nicht. LS 29, Opi. LS 22 war es. Morgen, Anja. Mein Kopf. Dir, mir, weh. Schreiben klappt auch nicht so richtig, ne? Was habt ihr denn heute Morgen alle? Ich war schon draußen in der feindlichen Welt. Ja, böse, freche, feindliche Welt. Nein, wir haben, in dem Willi war so lieb, uns mitzuteilen, dass er fürchterliche Kopfschmerzen hat. Aua. Weil er es gestern mal heftig übertrieben hat. Ist voll, oder? Dankeschön. Ja, Willi, dann bist du doch selbst schuld. Sei gegrüßt, edler Herr Moderator Michael. Oi, 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 oi. Von und zu wegen, weil Moderator Michael. Ja. Aha. So. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ah, siehst du, wusste ich's doch. Und ich habe das allmorgendliche Problem wieder. Ich meine, Kaffeetasse ist leer. Ja, das Leben ist hart, Opa. Ja, ich weiß. Aber ich muss damit klarkommen. Ja. Nächste Woche kannst du dir ja einfach machen, ne? Warum? Nimmst du die Kaffee gerne gleich mit. Ja. Dann bin ich nicht da, dann kann ich nicht plötzlich Kaffee haben wollen. Ja, das stimmt. Ja. Eben will's vornehmen. Vorsicht, Rutschgefahr. Meiner auch, Opi? Opi, mimi. Opi nicht, mimi. Heute gibt es Carbonara mit Nudelsalat. Von Lolo. Ja, ich muss gleich mal wieder einen Spaziergang machen. Ich habe zwar das ein oder andere mitgebracht. Aber? Ja, aber ob ich das heute noch mache, weiß ich noch nicht, ne? Das ist auch relativ. Wir haben so viel zu essen da. Wolltest du nicht gerade da so irgendwie und so? Warum ist es glatt? Carbonaden. Ja. Nicht Carbonara. Was zum Henker sind Carbonaden? Ich denke mal, das sind Würstchen. Hört sich an wie irgendein afrikanischer Stamm. Oh ja, jetzt wird's gut. Carbonaden, ich denke, das sind sowas wie Carbonossis. Schleimspuralarm. Hier schleimt keiner. Weltangebeteter Moderator. Hilfe. Dann Hilf. Klär uns auf, Lolo. Nee, Steak. Ein Steak ist es. Ja, dann schreibt man doch auch Steak. Nein, die Vornehmen nicht. Okay. Die schreiben dann so ein
Kapuzenzeug da rein. Achso, Steak mit Kapuze. Alles ja. Klar. Ja, hallo? Kapuzensteak. Oh. Hauptsache gehackt. Hauptsache Steak. Hauptsache Fleisch. Richtig. Ich hab's gehabt. Ach, alles gut. Hast du schon gedroht? Ja, warum, was? Wann habe ich gedroht? Dass wir heute, versuchen, die Sterne einzubauen. Ja. Und deswegen, wenn es klappt, bis Sonntag komplett auf Facebook streamen. Ja. Und nicht auf Twitch, wegen der 24-Stunden-Regelung. Ja. Die schleimlichen Moderatoren begrüße ich immer so. Ah, so. So, Obi. Bin wieder weg bis heute Abend und bleib gesund. Kopfschmerzen. Willi, ich wünsche dir einen wunderschönen, von Kopfschmerzen erfüllten Tag. Lass es dir gut gehen. Genieß die Kopfschmerztabletten. Bei Opi ist heute Mimimi-Freitag. Erfreu dich an deinen Bauchproblemen. Das hat man sich immer selber dann angetan. Alles gut, war nur Spaß. Hat dir Anja auch nicht als böse empfunden, glaube ich. Nein. Dago hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ja, wir werden nach dem Stream versuchen, das mal geregelt zu kriegen. Auf der ersten Plattform. Ja. Dann werden wir die Monetarisierung durchführen bei Facebook. Ja. Guten Morgen vom Oliver. Oliver, dir auch einen schönen guten Morgen. Und dann haben wir da noch gute 2 Stunden für Zeit, bevor ich mich für die Arbeit fertig machen muss. Und Sonntag können wir das dann nämlich bei Twitch machen, damit wir da schön in den Rhythmus. Nö, über eine Feststellung. Und der Sascha hat ganz viele Fleischsternchen da gelassen. Mann. Hast du heute schon so viel geleistet? Ich habe Unmengen geleistet. Ich habe mich hier hingesetzt, das reicht doch schon. Ich weiß ja noch nicht, ob ich damit zufrieden bin, ne? Ja gut, ich habe auch ein bisschen Mist rumgefahren. Ich habe mit Kacke gespielt, ist das schlimm? Rudin, ich brauche ein bisschen Mistikacke. Jo, bin ja noch da. Was heißt noch? Drohst du gerade? Teichi, lebst du noch? Jo, ich leb noch. Ah, der ist schon wieder so still. Ich brauch Frühstück. Ja, dann geht er welche machen. Mitbringen sollen. Du weißt doch in der Zwischenzeit, dass es hier nichts gibt. Außer, das müssen wir noch einführen. Außer ein Schlagbohren, Hals und Speer in den Rippen. Ich gehe mir jetzt Kaffee holen. Da-di. Und danke für die ganzen Frühstück Follower. Ich bin taub auf dem Ohr. In unserer Küche gibt's kein Frühstück. Bis gleich. Jo. Warum macht er mir nicht die Arbeit weiter? Hast du da eine Null reingetötet und dann? Ja, aber dann nimmt er nur das. Ja, der nimmt aber nur das vordere Mähwerk, nicht das hintere. Dann stehst du nur auf dem vorderen. Dann musst du mal das hintere anklicken. Das G drücken, bis du das hintere Mähwerk hast, dann runterfahren anmachen. Du weißt ja auch wieder das vordere. Das ist Quark. Warte mal, klemme ich das vordere mal kurz ab. Jetzt. Ah, siehste, geht doch. Muss die ab und zu nur mal überlisten.
Nein, Schatz, ich brauche im Moment hier nichts. Hab alles, was ich brauche. Wieder voll durch die Bäume. Und nochmal. Ah, und die Frisur sitzt. Jawohl. Ach ja? Ja. Drei Wettertraft, ja genau. Ich glaube, sonst Zeug gibt es bei mir wirklich nur dann, wenn ich wirklich zum Friseur muss, weil ich mich stylen lassen muss für irgendwas Weltbewegendes. Webchen. Danke. Ein Webchen. Um Gottes Willen. Guck mal, da ist eine Omi. Da ist eine Omi, ja. Danke, Anja. Und da hat einen Daumen da gelassen, aber ich werde mal eben die Software checken, ob das auf einem anderen Ding doch abzusehen ist. Na. Hier nicht. Ich muss demnächst mal meine Einstellungen hier ändern. Ich habe ein bescheidenes Bild, das sage ich dir mal. Nö. Nö. Ja, Odin, ich bin voll. Hat keiner gesagt, dass du trinken sollst. Voll, Kaffee, voll. So sehen meine Haare aus morgens am Aufstehen. Romy, fahr nicht so schnell, komm Apfel. Ich fahr gar nicht schnell. Zum einen ist der auf 50 eingestellt. Zum anderen fahre ich ja nicht auf der Straße. Ich fahre nur immer gerne durch Bäume. Durch die Baumkronen. Hallo Teichi. Schon wieder weg. Hallo zusammen. Schon wieder weg. Ja, musste kurz zu der Frau schauen. Ja, habe ich gestern ein Spiel installiert und die ist jetzt fleißig dabei. Uiuiuiui. Hier, Odin. Moin, Omi. Ja, dann einen schönen guten Morgen ans Frauchen, ne? Viel Vergnügen. Dankeschön, zurück. Bitte. Probier mal kurz was aus. Ja, wäre ganz nett, wenn du das, den Stream nicht abschließt oder sowas, ne? So, damit wäre dieses Bild soweit fertig. Mit dem Düngen. Dann hole ich mir jetzt gleich den Kalkomat und den Messomat. Ja. Dann werden wir Messomaten kalken. Wenn du meinst, dass ja. Messomaten kalken muss, ich mache heute mal eine Rundreise. Wie ein explodiertes Sofa. Nee, so schleben sieht es bei mir nicht aus. Moin Opi von Michael. Michael, dir auch einen schönen guten Morgen. So, jetzt schleichen wir uns hier mal dran vorbei. Ne? Ah, er hat die Fixierung aufgehoben. Jetzt hat er wieder fixiert. Aha. Gut. So, ich hole mir das Restzeug aus dem Lager. Dann kann ich den sauber machen und wegstellen.
Ich muss den Sound ein bisschen tiefer drehen. Mein Handy tollt. So. Null Mist, hier ist noch gar nichts drin. Oh Gott. Schläft der Odin wieder? In Sicherheit nicht. Warum wieder? Der war noch gar nicht wach heute. Weil wenn der wach wäre, ist der viel, viel gesprächiger. Gar nicht wahr, gar nicht wahr. Und du bist viel lauter vor allen Dingen, wenn du das Mikro nah genug dran hast. Das ist nah genug. Geht tatsächlich nur am PC? Aha. Herr von und zu wegen, weil Odin, könnten Sie mir bitte noch ein bisschen, könnten Sie mich ein bisschen mit Kacke beschmeißen? Oh Gott. Was ist denn hier? Das war das Licht. Ernsthaft? Mhm. Ich glaube, der Odin mag mich heute Morgen nicht mehr. Alles gut, doch. Ja, alles gut. Hat schon die Keule neben sich liegen. Alles gut. Mal später dann drüber. Du redest mit dem Peter darüber, das ist in Ordnung. Ja. Meinetwegen kannst du auch noch mit Klaus und Simone reden, das glaub ich nicht. Nein, die beiden kenne ich nicht. Und der Marc hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Danke für die Daumen, danke fürs fleißige Teilen. Und vor allen Dingen danke für die ganzen Follower. Mein Gott, haben wir einen Fahrzeugpark? Ist ja ätzend. Michael hat Männergrippe. Oh, so eine richtig harte Männergrippe. Oh, gefährlich. Oh, dann tust du mir ja richtig leid. Und der Michael hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Habe ich mir auch gedacht. Ja, das ist. Männergrippe ist ganz schlimm. Das ist selbst beim Händewaschen mit warmem Wasser die Anstrengung zu Boden treibt. Aber ansonsten geht's euch gut, ne? Ja. Nein. Ja, ich hab's geahnt. Und der Sebastian hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Voll. Toll, dankeschön. Jo. Ja. Ja, Harry hat mich voll erwischt, aber mit euch lässt sich die Zeit vertreiben, danke. Bin im Moment wie eine Wühlmaus im Bett. Ja. Ich habe immer so eine Wühlmaus im Bett. Du sprichst jetzt nicht bei mir, ne? Nein. Ich schlafe mal tief und fest wie ein Stein, beweg mich nicht. Kein Millimeter. Nicht 2 Millimeter. Nein. Ich lasse keinen Millimeter vom Bett aus, weil alles meins, mein Schatz. Und hinterher darüber meckern, dass das Laken so krummelig ist. Richtig, ja. Würde ich auch machen. Komplett aufgewickelt. Andere Richtung. Oh, ist schon sauber. Dankeschön. Jetzt stellen wir den Weg. Holen uns den Gangomat und eine andere Zugmaschine. Andere Zugmaschine. Könnte das sein, dass das ein Problem wird? Nein, eigentlich nicht. Ich habe ja eine, die kann alles ziehen. Teichi, welche Zugmaschine hast du dran? Ich hab den weißen. Du hast die Kuh, aha. Das ist gut. Dann kann ich mir nämlich den Fergie nehmen. Da sitze ich gerade drin. Du sitzt im Fergie? Ja. Den müsst wegfahren. Ja, dann behalte ich den hier, muss ich nur das Gewicht abwerfen. So. Dann habe ich auch die Männergrippe mit Erkältung im Bett. Ne, du hast eine richtige Grippe. Ich muss noch mal fragen, wo war das jetzt, das Lager mit dem Mist?
Genau gegenüber? Warte, ich bin gerade unterwegs, ich bin dahin. Ich bin wahrscheinlich da vor und sehe es nicht. Du stehst davor und siehst es nicht, ja. Ja. Hier. Ja, ich sehe dich. Gut, dankeschön. Bitteschön. Auf dem 22er gibt es hoffentlich Wegweiser. Kannst ja, du, doch, muss rüber. Ist für uns einfacher, weil wir von Anfang an dabei sind. Ja, das stimmt. Ja, wird der Hof direkt mit allen erkundet und aufgebaut. Dann weiß jeder direkt, wo was steht. Du wirst nicht in einen komplett fertigen Hof geschmissen und musst dir erstmal alles selber beibringen. Habe ich das jetzt abgehangen? Nein, habe ich noch nicht, oder? Nein. Ich stelle das Gewicht vor die Burg. Das ist dann die Burgwacht. Hm? Feld 118. Ist das ein Auftrag? Muss ich mal gucken. Wenn ja, nicht von uns. Ne, dann ist er nicht von uns. Ist er vielleicht vom Sascha? Ja. So. Ich hätte gern. Ja, der muss da drüben drin stehen. Hier muss der sein. Da ist er auch. Genau den Onkel brauche ich. Puppi Wasser trinken und Warnsensoren? Lolo, Warnsensoren brauchen wir nicht. Und Abdu hat einen Daumen da gelassen und der Klaus hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Der Odin, nimm dir mal die Hupe. Was? Nee. Und Omi fährt einfach durch. Also kein Thema. Deswegen brauchen wir keine Warn. Sensoren. Mhm. Der einzige, der hier die ganze Zeit immer die Hupe benutzt hat, ist der komische unter Wasser lebende tote Ding da. Der Odin ist gestern auch an mir vorbeigefahren und hat gehupert. Ja? Ja, ich habe Hallo gesagt. Hat einen Frechlappen. Hat er gemacht. Ja. Hallo Odin. Hallo. Wow, was ist denn nu? Weiß nicht. Das hat sowas von gehakt. Bei mir nicht. Navi. So, die das dürfte 18 Navi. Meter sein. 18 Meter, 24? Nö. 18 müssten das sein. Sag ich doch. Mit Navi machen die immer Blödsinn. Vielleicht sind dann die Helfer, die man dabei haben kann, auch so intelligent, dass die selber abladen fahren. Es gibt keine Helfer, die kosten Geld. Ja, logisch. Hallo? Wir können doch nicht einfach Geld ausgeben. Und der Ronny hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ne, lass oben. Klapp aus. Noch an. Einen guten Morgen, zusammen Kaffee und Daumen hoch von Christine. Christine, dir auch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und Christine hat einen Däumchen da gelassen. Jawohl, Dankeschön. Hab gestern Auto gekauft und gleich versenkt im Bach bei Alice. Ja, das macht man auch nicht, Lolo. Du hast doch kein Unterwasserboot gekauft. Auto, Straße, nicht Bach. So, die Wiese ist auch fertig. Sehr schön. Dann bleibt ja nur noch eine. Dann kann er erstmal schwadern. Ja, schwadern muss er erst noch, ja.
Erst war dann die nächste. Der Tütertat, das Obi ist auch wieder da. Ich glaube wohl. Zumindest ein Teil. Obwohl von mir. Normalerweise müssen erst die Wiesen dann abgesammelt werden. Weil sonst hast du nachher schon die nächste Wachstumsstufe drauf und siehst du nicht mehr. Ja, kann er eigentlich machen. Wenn er geschwadert hat, kann er erstmal beide Sachen reinfahren. Ja, genau. Und ganz ich das jetzt noch schnell. Ganz zum Schluss die letzte Stufe machen. Die müssen ja auch noch beide gedüngt werden. Und gekalkt. Das Ruck und Sack, ja. Wenn so ein Hakerli ist, dann kann das passieren. Dann findest du dich irgendwo ganz anders wieder. Und der Markus hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Danke für die ganzen Daumen und für die ganzen Follower. Ein Follower ist kostenlos, er kostet nichts, er kriegt auch keine Waschmaschine. Nein. Die wollen ja auch alle Trockner haben. Achso, die wollen Trockner, ja, den kriegt er auch nicht. Ja. Jetzt hatte ich einen Rugeler. Ja, und wenn du bei Odin vorbeifährst, da ruckelt es auch tierisch. Da streikt selbst die Internetverbindung. So. Nee, aber Odin ist heute Morgen nicht so wirklich. Nee, normalerweise normal lacht der mehr. Alles klar. Michael macht Werbung, dankeschön. Und der Apfel hat den Stream geteilt, danke. Monsignore Apfelbacher. So. Und von nun an geht's automatisch. Du hast einen ganzen Automaten da drin? Ja. Ist aber gefährlich, ne? Ne, ist nicht schlimm, ist nichts zum Einwerfen für 1-Euro-Stücke oder so. Ach so, ja, dann. Dann ist ja gut. So, ich hol mir denn jetzt mal den Grobolle, ne? Opi, was ist in deinem Kaffee? Wasser? Und Kaffee. Und Kaffeepulver und Süßstoff. Claudia hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ich hol mir jetzt die Tiefenlockerung. Der tiefe Lockerer? Ja. Was willst du denn damit? Tiefen lockern. Ach so, als hätte ich es mir nicht denken können. Wir haben gesagt, Feld abmähen, fertig machen. Ja. Ist, das also, richtig, ist aber die 127 auch schon abgemäht und die muss auch getiefen lockert. Ja, werden. Aber das ist deswegen, weil, ne? Abmähen kann man die ruhig alle, nur wenn man einmal angefangen hat, ein Feld zu bestellen, muss man alle Schritte machen, also direkt durch. Ja, was los? Nichts los. Moin, Omi und Obi vom Bernd. Bernd, ja auch einen schönen guten Morgen. Wenn der aber tiefengelockert ist, dann geht das aber rüber. Ja. Eben, deswegen mache ich jetzt tiefenlockern. Mach das mal. Na, Omi. Na, Omi. Jetzt sind wir ja auf dem Hof, jetzt müssen wir mal ein bisschen langsamer fahren, ne? Mach ich auch immer. Weil... Ich hab dich nicht lachen hören. Nein, ich auch nicht. Gut. Auch nicht. Frech hab es. Hier haben wir doch nicht, solche Leute. Niemals. Nein. Wird uns nie im Traum einfallen. Richtig. Die, 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 die,
Opi? Ja? Gut jetzt, ne? Ja, gut. Mann. Muss ich erstmal den Hänger sauber machen. Ja, es soll ja aufhören. Wegstellen muss ich den dann auch. Sonst kriege ich wieder Ärger mit dem Opa. Hä? Ja. Jetzt ja dann den Stärksten, der Starken, als der Odin. Bin gar nicht da. Das ist ja schon Rinder weg. Ich hab's gar nicht. Und was soll der dann machen? Ja, dumm dastehen wie immer. Oh, ist das schön, wenn der Odin da ist. Ja, der kann endlich mal den Teich hier unterbrechen, ne? Ja. Ihr Teich hier quasi wieder ununterbrochen. Oh, Trelleborg greifen. Sehr schön. Ich habe so einen letztens in Natura gesehen. Ja, so ein Riesending. Ja, ich habe da echt gedacht. Helle Liver. Ja, dann weißt du, was unser Sohnemann immer auf die Pelgen zieht. Ja. Alleine wenn du die Felgen siehst, ne, dann kriegst du ja schon. Was ist in eurem Kaffee drin gewesen? Will auch haben. Ist geheim. Krieg nur ich alles meins. Mein Schatz. Mein Schatz. Nee, dumm stehen ist mein Job. Hoch. Prost. Prost. Den hörst du beim Essen und beim Trinken. Ansonsten nicht. Ja, so ist das. Ups. Ecke erwischt. Ui. Hat jetzt die Ecke dafür? Ja, dafür habe ich eine Ecke. Gut. Eine Ecke, da kann ich mich verstecken. Außer der dicke Odin, den siehst du selbst schon hinterm Scheunentor. Opi, Wasser trinken nicht vergessen. Vollbremsung, Stück zurück, Wasser trinken. Hörst du? Ich habe den Controller schon weggelegt, hör auf Gas zu geben. Jetzt ist wieder der Controller schuld. Ich habe nichts gemacht, ich habe gebremst, stehen geblieben, da fährt er einfach weiter. Das habe ich gestern gehabt mit dem Gabelstapler. Machen wir mal lesen hier. Wir haben 75 Zuschauer. Opa! Davon sind 25 Abonnenten und 44 Nicht-Abonnenten. Ich finde das gut, dass mir das angezeigt wird. Lasst euch nicht vom Opa in Boxhorn jagen. Das wird mir wirklich angezeigt. Und schon gehen die Zahlen wieder runter. Immer wenn ich den Satz sage, gehen die Zahlen runter. Warum tust du das denn? Dann hauen direkt die Zuschauer ab, weil sie sich dann erwischt fühlen, weil sie keinen Follower da gelassen haben. Ja, mach doch nichts. Ich finde das schön. Herrlich. Oh, ich hab schon mit der Pipi in den Augen. Wir dürfen doch alle zuschauen. Natürlich dürfen alle zuschauen. Du bist eine fiese Möb. Gar nicht. Omi, wenn ich das böse meinen würde, ne, würde ich nicht so darüber lachen. Außerdem würden die nicht immer wiederkommen. Ja, ne, das machen die obendrein auch noch. Dann machen sie das auch noch mit Absicht. Ja. Und der Bernd hat ein Stream geteilt, Dankeschön. Und Patrick hat einen Daumen da gelassen. Steht doch nicht dran, wer da zuschaut. Nein, steht nicht dran. Nur wie viele.
Hauptsache, Obi hat Spaß. So muss das sein. Winke, winke. Eiskalt erwischt. Wenn mir das keinen Spaß macht, stream ich nicht, dann habt ihr auch nichts. Also, muss mir Spaß machen. Ah, schön. Oh. Und die Augen wieder trocken machen. Da ist die Omi. Ja, ich bin schon unterwegs. Opa. Ja, ich sehe. Du jagst da gerade wieder durch Wald und Flur. Ja. Ja, Lachen befreit. Nicht nur Hals, auch die Nase. So, muss gepflügt werden. Auch das noch. Ja. So. Dann machen wir erstmal den da. Ohohoho. Teich hier hat wieder schwere Arbeit erwischt. Ja, das hält neben die Kühe, das mag ich nicht. Mimimi. Da ist der blöde Zaun. Mimimi. So. Aber ich muss aber sagen, das fällt Magie auch nicht. War aber günstig. Alle, wenn du das düngst oder teigst, da siehst du nichts. Nee, das ist klar. Das wird aber auch auf der Karte nicht angezeigt. Nein. Nee. Der Patrick hat einen Daumen da gelassen und Lukas hat einen Daumen da gelassen. Pass auf, den Patrick kriegt man schon. Danke für die Däumchen. Weil das wird nur angezeigt, wenn du das zwischendurch gepflügt oder... Nein, das Feld, was er gerade macht, hat keine Zahl. Es ist nicht so, als ja, Feld stimmt. Da. Ja, das stimmt. Lukas schreibt, moin, dir auch einen schönen guten Morgen. Reiß den Zaun doch ein. Anja, gib dem nicht solche Vorschläge. Hört sich aber gut an. Ich hab's geahnt. Nein. Keine Zäune einreißen. Anschalten wir irgendwie günstiger, okay, dann klappt das besser. Dann haut doch den Pudelzucker da hinten raus. Und Rumi hat ein Abo da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Raudis. Dankeschön. Bei den Vollchaoten. Ich hab schon gedacht, die Anzeige ist kaputt. Aber warum einreißen? Ich kann gut verkaufen. Nein, brauchst du nicht. Nein, nein. Mein lieber Shit, ihr müsst wissen, der hat schon eine ganze Hauswand verkauft. Yep. Wie, der hat eine ganze Hauswand verkauft? Ja, am Shop. Ja. Da fehlt jetzt eine ganze Wand. Ja. Was passieren? Der sollte eigentlich einen Anhänger verkaufen. Was hat er gemacht? Er hat die Wand verkauft. War ja nicht unsere Wand. Ich bin froh, dass der Shop nicht komplett verschwunden ist. Solange es Geld gebracht hat, was alles hat. Nein, bringt kein Geld. Wollte gerade sagen. Das bringt auch kein Geld. Nein, das Ding ist dann einfach vernichtet. Er brauchte dann nicht mehr zu lernen, wie man verkauft. Nein, braucht er nicht. Ja. Telefon, ich bin nicht da. Und tschüss. Kann mal jemand das Telefon ausmachen? Ist nicht meins. Meins auch nicht. Sorry, war bei mir. Das war Daishi. Junge, du hast eine Reaktionszeit, das ist ja mehr als 5 Röhrchen Schlaftabletten. Ne? Ja, war gut. Der war bestimmt so erschrocken, der wusste gar nicht wohin. Welcher Depp ruft mich denn noch morgens an? Gar nicht.
Nee, ist für meine Frau, nicht für mich. Ah, dann habe ich nichts gesagt. Wenn für dich gewesen wäre, hätte ich jetzt nochmal richtig eingebaut. Ist ja nicht so. Schade aber auch. Und Tachi, wie gefällt es dir bei uns? Der redet jetzt nicht mehr mit dir. Kannst du jetzt erledigen? Sehr gut. Nee, ich habe wieder Push to Talk drin. Ach so. Reaktion wie ein Amboss. Schmeißt sich weg. Das sind selbst diese komischen Steine, die in der einen Wüste da von alleine diesen Berg runterrutschen, Jahr für Jahr, so ein paar Zentimeter, die sind schneller als er. Und wenn die sprechen könnten, würden die mehr reden als er. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, die Frau ist am Telefonieren. Okay. Das ist doch vollkommen in Ordnung, Teich. Ich würde dich auch nie aufziehen. Nein, sowas wird nicht gemacht. Sowas tun wir nicht. Nein. Nicht wirklich. Sind immer lieb und nett. Und höflich und zuvorkommend. Vor allem der Opa. Und sau und blöde. Ah ne, das war nur ich. Ja, da kenne ich noch mehr von. Und die Edith hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Doppelklapp ein das Ding. Du bist fertig hier. Den Kalk wieder auffüllen. Und holen wir uns die Sämaschine. Freut mich, dass ich zur Erhaltung beigetragen habe. Ja, ist vollkommen in Ordnung. Darfst du weiterhin machen? Du darfst sogar schreiben, Odin ist eine Schnarchnase. Darfst du auch schreiben? Da nicht wahr, ich schnarche nicht. Achso. Woher weißt du das? Hast du ihn noch nicht gehört? Nein, aber ich schnarche nicht. Guck mal, da ist ein Odin. Na, guck mal, da ist ein fauler Opfi. Na, Schnuggi, alles klar mit dir? Immer. Immer. Und wenn nicht, dann bin ich das schuld, ne? Richtig. Ja, ich hab's geahnt. Danke. Daddy, 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 daddy. Ja. Aua. Voll vor die Hauswand. Was ist denn sowas? Ich bin davor gelaufen. Gelaufen, nicht gefahren, gelaufen. Vorläufer, ja. Warum machst du sowas? Da hat einer der Holzwürmer hat gerufen, ich hab mich nicht verstanden, da muss ich näher ran. Ach so. Na denn? Perfekt. Mann, freue ich mich auf den 22er. Und mir gibt ja wirklich Streamer, ne? Die machen alles manuell. Alles. Die Türen manuell auf, Lenker dran, ja, manuell. Ich weiß, ich hab das schon mal gesehen. Und alle mit Zurückblicken, die sitzen nur im Fahrzeug. Ich würde Kirre dabei werden, das ist ja schlimmer als arbeiten. Ich will doch meinen Spaß an dem Spiel haben und nicht da aufpassen, dass ich nicht ein Gerät kaputt war und oh. Ja. Die haben aber auch, die stehen ja auch an der Kreuzung und gucken nach rechts und nach links. Ja. Gibt's auch. Hab ich schon gesehen.
Aber die RP-Player werden sich freuen. Es gibt jetzt jede Menge Sachen zum Anziehen und Mützen, Handschuhe, Stiefel, normale Straßenklamotten, Arbeitsklamotten. Es gibt sogar. Da musst du dich ja fünfmal am Tag umziehen. Ja. Ja. Ausloggen, umziehen, wieder einloggen. Der Michael haut morgen rein. Dir auch einen schönen guten Morgen. Es gibt sogar einen Imkeranzug. Zwischendurch mal das Hemdwechsel so ungefähr im Spiel. Ja. Dass ich nicht mal mit demselben Ding hier rumfahre. Naja, vielleicht müssen die Leute ja dann im Spiel mal zum Bürgermeister, müssen da was klären und so, und dann ziehen sie sich vernünftig an und. Ah. Ich sage, das ist für die RP-Player ist das gar nicht schlecht. Ja. Falsche. Den abhängen bitte. Aber RP ist auch nicht so wirklich meine Welt. Nein. Außerdem würden mich nach 2 Stunden von der Map jagen. Ja. So, Seemaschine. Wir werden irgendwas ansehen, was Stroh bringt. Weizen. Das meiste, was Stroh bringt, ist, so viel ich weiß, Hafer. Dann bau Hafer an. Hafer bringt das meiste Stroh. Susanne hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ölrettich, Gras, Apfel, Senf, Reis, Hirse. Ich habe da eine Hirse. Das sowieso. Ja, und ich bin stolz drauf. Na, wo ist denn mein Hafer? Da ist er. Hafer. Oh, er ruckelt. Oh. Ich habe Känguru-Sprit. Jetzt hat er gerunkelt und gehakt ohne Ende. Ich habe Känguru-Sprit. Mhm. So, Opa, richtig brav mit Vorgewänste. Ja, mit Forstgewände. Mit Forstgewände. Guck mal, ne Nolin. Ein Opi. Mach auch das Ding. Ja, schauen wir mal. Über den Zaun, da keiner steht und guckt. Neun Meter. Und da schwadert sich jemand ein. Jupp. Der Schwaderer. Der Schwader, Herr Schwager, ich weiß. Import von Australien, der Sprit, Känguru-Sprit. Uiuiuiuiui. Wer zum Henker hat denn die Brühe eingekauft? Odin? Ich? Was? Ich was? Ich nicht, nein, ich nicht. 6-mal Unterschrift Odin runter, überall nicht, nein. Nein. Hat irgendeiner versucht, die Unterschrift zu fälschen? Ja. Ich hab's geahnt. Prost zusammen. Prost. Ich muss mir aber erst eine basteln. Ja. Ja, was? Nix, Opa. Alles gut. Ja. Einfach mal so. Ja. Du musst mal nicht immer alles wissen wollen. Alles essen darf ich, nur alles. Aber nicht alles wissen. Mann, alles essen darfst du auch nicht. Nein? Nein. Du verträgst nämlich lang nicht mehr alles, Opa. Ja, klasse. Jetzt sind selbst die Fliegenpilze gestrichen. Ja. Kaffee für alle von Lolo. Jo. Danke, Lolo. Danke, Lolo. Ja. Oh, wir haben 2 Stunden rum. Jetzt ist wieder gratis. Zigarettenbausatz. Ja. Und der Markus hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Raudis. Dankeschön.
Oh, Müllbank. Und tschüss. Meine Blättchen sind leer, ich brauch neue, gib her. Hab schon. Ich wollte schon gerade sagen, du solltest da eigentlich noch welche haben. Ich habe noch drei 25er Packungen da unten drin liegen. Über das andere müssen wir uns auch noch morgen unterhalten, ne? Ob ich da noch welche für holen muss. Ach so, ja. Sonst musst du echt in die feindliche Welt. Ich werde nicht dahin fahren. Dann laufe ich dahin und ich weiß, den Weg schaffe ich nicht, dann habe ich Pech gehabt. Ich werde nicht mich in den Bus setzen und dahin fahren. Nein. Hallo? Die kannst du auch hier kaufen. Ach, du meinst Tabak? Ja. Ich habe gerade an meine Medikamente gedacht. Ja, die solltest du noch genügend von haben. Ein Tabak kann ich auch selber kaufen gehen. Aber ich würde nicht mit dem Bus zu meinem Arzt fahren. Da würde ich mich strikt weigern. Da würde ich da eher hinlaufen. Um in die nächste Stadt zu kommen, fährt er über 7 Dörfer. Nö, der fährt den direkten Weg. So kann man auch Land und Leute sehen. Nee, nein, danke, ohne mich. Ja, schön gegrubbert. Ja, ich grubber schön, ich weiß. Bist du die Schöngrubbererin? Ja. Guten Morgen, Oma und Opi vom Hermann. Hermann, dir auch einen schönen guten Morgen. Jetzt habe ich nämlich die blöde Ecke weg. Jetzt gibt es nur noch schöne, gerade, saubere Bahnen. Damit wäre dann das erste Bild schon wieder fertig, wenn wir hier durch angesät haben. Ja. Läuft doch. Alles gut. Ein Gras ist auch schon wieder in der Mache. Und der Niklas hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Und der Hermann hat einen Daumen da gelassen. Danke. Und das Gras wieder und in den Fermenter, ne? Bitte? Das Gras wieder in den Fermenter. Oder nicht? Entweder in den Fermenter oder Heu. Ein Feld Fermenter, ein Feld Heu. Ja, von der Kuhwiese in den Fermenter. Ich muss mal eben gucken, wo mehr fehlt. Im Heu ist, glaube ich, noch was drin. Gras, Klee. Der kann das ganze Gras mal so reinschmeißen. Ja, ist für mich das Wenigste. Das Gras kann so reingeschmissen werden und der ganze Klee kann so reingeschmissen werden. Alles bei der Kühe. Dafür muss da alles sauber gemacht werden. Ja, ist ja kein Ding. So, guten Morgen an den Hartner. Guten Morgen vom Thomas. Thomas, dir auch einen schönen guten Morgen. Und der Werner schmeißt mit Kaffeetassen um sich. Dir auch einen schönen guten Morgen. Und danke für den Daumen und danke fürs Teilen. Guten Morgen. Ich sollte zwischendurch mal versuchen, Luft zu holen. Ganz viel Palim-Palim. Palim-Palim? Palim-Palim. Ich nehme auch eine Flasche Pommes. Das ist gut. Aber nur Pommes-Schranke. Was anderes mag ich. Du weißt, das gibt Ölflecken, ne? Ja, der hat ganz hart was an der Schranke. Und anderes mag ich nicht. Nein. Meine Suppe esse ich nicht. Echt? Woher weißt du? Ja, ich bin auch so. Achso, was hat der? Hauptsache gehackt ist. Richtig. Ihr seid da echt voll Banane. Ja. Ja. Stimmt. Mit wachsender Begeisterung. Aber jeden Tag aufs Neue.
Ja. Ich hab den Rand nicht erwischt. Das ärgert mich ja jetzt schon wieder. Nö, das will ich haben. Also nochmal zurück. Ja, Grubbern ist wieder so schön aufregend. Ja, Grubbern ist eine sehr intensiv schweißtreibende Arbeit, ne? Ja. Man kann so immer schön zwischendurch durch die Gegend gucken, ne? Man auch. Ja. Gut. Ach, Omi, du streamst ja gerade, ne? Ja, tue ich. Dann dürfen meine ganzen Zuschauer mal alle zur Omi rüberrennen und der Omi guten Morgen sagen. Die Omi ist noch da, ja. Ich habe da so noch 54 Minuten. Ja. Ja, ich auch. Ja, aber du hast dann 3, ich habe dann 2. Ja, das reicht auch vollkommen aus. Ja. Ja, dafür, dass ich gleich noch ein bisschen was tun muss, ne? Ja, du musst ja gleich erst noch arbeiten. Ja. Wie es heute Abend ist nichts. 21 Uhr ist bei mir heute Abend erst Feierabend. Morgen Vormittag bin ich auch nicht da. Nee, da bist du bei der Mama. Da habe ich Mama Day. Der Spätschichtwoche ist halt immer ein bisschen mager gesät. Nächste Woche bin ich die ganze Woche nicht da. Nee, da bist du ja auf Fortbildung. Oder Seminar oder sonstiges. Ja, Seminar nennt sich das. Ja. Eine Woche sturmfrei. Meint der Opa. Und wird er wieder öde. So, Omi muss mal eben was machen hier. Was heißt meint der Oma, der Opa? Jetzt mir ja keine Leute um den Hals. Ich will dir doch keine Leute hier in die Hütte jagen. Dürfen nicht müssen? Du meinst arbeiten? Oh, die meisten dürfen arbeiten. Ja. Die müssen nicht, die dürfen. Die sind froh, dass sie arbeiten dürfen. Ja. Das ist vorbei mit ich möchte oder irgendwie sowas. Und der Jan hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Danke für die ganzen Daumen, fürs fleißige Teilen und für die ganzen neuen Follower. Und der Pierre hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Denn heute ist es ja so, dass man eigentlich froh sein kann, wenn man überhaupt einen Arbeitsplatz bekommen hat. Ja. Oder noch hat, ja. Fallen jetzt in der Corona-Zeit. Wie viele haben in der Zeit ihren Job verloren wegen Corona? Weil einfach nicht machbar war. Also in der Hinsicht kann ich fragen, ich darf arbeiten. Das war verkehrt. Und der Bernd hat ein Herz dagelassen. Dankeschön. Muss ich mir Sorgen machen? Dass du Herzchen kriegst? Nein. Omi rüber dürfen. Ihr dürft alle zur Omi rüber. Zur Omi rüber dürfen, ja. Alle dürfen zur Omi rüber. Dürfen, nicht müssen, ne. Ihr müsst nicht, ihr dürft. Ihr darf dürfen. Rüber. Zur Omi. Odin hat den Server verlassen. Ich tendiere, der ist gerade geflogen. Denn ich höre ihn auch nicht im TS. Dann hat es ihn rausgeschossen. Oder er hat keinen Bock mehr. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, also nein. Rausgeschossen. Ich denke rausgeschossen. Ah. Das war's. Jetzt ist er nämlich vom TS-Server geknallt. Aha. Der Link zu Omi im Stream ist in der Stream-Beschreibung oder auch im Chat angepinnt. Ja, die müssen dafür über den Chat neu öffnen. Ja, dann müssen sie einmal den Stream neu öffnen, sonst sehen sie das nicht, falls sie den weggedrückt haben. Na.
Da können wir ja jetzt nur hoffen, dass er den, dass die Gerätschaften, die sonst wohin geflogen sind von ihm, ne? Ja, dass die automatisch weitergefahren sind, ja, kann ja sein. Dann hängen die jetzt irgendwo in der Wand oder in den Bäumen. Ja. Teichi, lebst du noch? Ja, ich lebe. Ah. Ja, man muss ja zwischendurch mal fragen. Er hört sich aber nicht so wirklich glücklich an. Ich habe gerade Probleme mit dem Haus. Ah. Hm. Das ist nicht so schön. Wenn nicht geht, hör auf. Gott sagen, du kannst auch einfach aus dem Trecker rausgehen und einfach erstmal da stehen bleiben und klären, was zu klären ist. So, jetzt geht's wieder leicht. Nur noch hoch und runter. Ja, so wie bei der Omi. Nur noch hoch und runter. Irgendwie hört sich das komisch an, ne? Du machst es aber auf deinem Feld und ich mach's auf meinem Feld. Ach ja, stimmt. Da war der Unterschied. Genau. Und der Matthäus hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ich glaube, den habe ich schon vorgelesen. Bitteschön. Bei Odin scheint es aber etwas Schwerwiegenderes zu sein. Er kommt nicht mal mehr ins TS zurück. Keine Ahnung. Wir werden schon irgendwann erfahren, was los ist. Ja. Oder seine Frau hat ihm den Stecker gezogen. Nee, dazu war dazu abrupt. So, und für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, die Omi und ich werden heute versuchen, das mit den Sternen zu aktivieren und so weiter. Wenn das funktioniert, werden wir bis Sonntag nur noch auf Facebook streamen und nicht mehr auf Twitch. Und das hat rechtliche Gründe. Also dann gibt es heute Abend die Benachrichtigung über Facebook. Ja, über Facebook. Twitch. Dann bin ich auf jeden Fall auf Facebook heute Abend unterwegs und nicht auf Twitch. Genau. Das geht dann bis Sonntagmorgen und wenn alles gut geht, gehen wir dann Sonntagabend wieder auf Twitch. Und genau dasselbe wird dann passieren, wenn wir auf Twitch alles aktivieren. Dann heißt das 2 Tage lang. Ja, 2 oder 3 Tage zur Vorsicht. Nur auf Twitch. Sonst könnte man da Probleme bekommen. Das sehen die nicht gerne. Prost. Und die Ursula hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Na, mal gucken, wie weit wir nachher in den 2 Stunden, die ich noch Zeit habe, dann kommen. Ja. Wir dann alles geregelt gekriegt haben dann. Stromausfall vielleicht, kann auch sein. Der Marius haut einen Moin raus, die auch einen schönen guten Morgen. Normalerweise geht er nicht raus, ohne sich zu verabschieden. Nein. Deswegen wird da irgendwas gewesen sein. Braucht er nur in der Nähe im Baggerfahre die Leitung gekappt zu haben, dann war das. Schaffe ich nicht. Ups, mich was schaffst du nicht, Opa?
Zigarettli zu basteln, bis dass ich die, das Ende hier erreicht habe. Ich muss eben bitte wenden. Ach so. Bitte wenden. Nicht please hold the line? Nope. Aber es ist ein schöner Morgen. Es ist zwar bedeckt, es geht nicht mehr, aber es ist der letzte Tag der Woche. Bernd, für Omi? Was denn für Omi? Ich sehe gar nichts. Ich auch nicht? Nö. Wo denn? Was denn? Bei mir ist auch noch nichts angekommen. Da wurde nichts angezeigt, ne? Was gab's denn? Ich weiß es nicht. Unterschlagen, ne? Ja, immer dasselbe. Ihr sitzt jetzt da. Nee. Ich weiß, was, was ihr nicht wisst. Jetzt geht wieder los. Mhm. Schwapp, die Schwubbel, die Schwupp, die Schwapp. Die Schwibbe, die Schwapp. Die Schwibbschwipp. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ja. So ist das im Leben. Muss ich nochmal nachladen gehen, ne? Den Hafer. Das sah gut. Wo ich befürchte, ja. Ja. Ich denke, das wird nicht reichen. Nein. Da geht viel drauf auf das Feld, glaube ich. Der Tobias hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Auf und nieder immer wieder. Ach so. Ja, immer vorwärts. Ja. Und der Thomas hat einen Daumen da gelassen. Danke. Danke für die Daumen. Danke fürs Teilen. Danke für die ganzen neuen Follower. Und die kosten nichts. Die kosten nichts. Nein, Follower machen kostet nichts. Und die Daumen, die gibt es ja am Daumenbaum. Ah, guck mal, wer da ist. Der Pressesprecher hat einen Daumen da gelassen. Aha. Mhm. Oh ja. Danke fürs Däumchen. Da ist er, 49 Tage. Stefan. Moin, Stefan, dir und deiner Frau. Wünsche wohl Beruf zu haben. Servus, Stefan von Wieder da. Bibi. Ich brich hier bald ab. Hast du einen Freiflug bekommen? Aber sowas von. Mein Router, der hat gesagt, ich will nicht. Komplett ausgegangen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch von Marcel. Marcel, dir auch einen schönen guten Morgen. Moin, Marcel. Guten Morgen. Hast du vielleicht Updates gekriegt? Nein. Keine Service gemacht? Ja, der ist komplett runtergefahren. Mhm. Und dann ist er wieder Stück für Stück wieder hochgefahren. Ich weiß nicht, was das gerade war. Zum einen kann es sein, dass du irgendwo eine Stromschwankung gehabt hast. Kann aber auch sein, dass der einfach einen Service gemacht hat. Haben wir hier auch schon gehabt. Aha. Moment, Anja von Stefan. Ja, dann schaltet er sich ab, wenn der Service-Daten kriegt und fährt sich wieder neu hoch. Morgen zusammen mit Daniel. Daniel, dir auch einen schönen guten Morgen. Mitten bei der Arbeit weg. Das Moin, geht nicht. Odin vom Stefan. Moin Stefan!
Und die Marianne hat einen Daumen da gelassen, der Marcel hat einen Daumen da gelassen. Danke. WB Odin von mir. Danke, danke. Ja, wir hatten schon geahnt, dass bei dir irgendwas denn so plötzlich klack weg. Ohne Tschüssikowski. Wie sieht nee, so das mache ich ja nun mal nicht. Wie, nee, das habe ich auch schon gesagt. Wir sind so auf die Sachen gekommen, wie dann Frau hat Stecker gezogen oder so. Und der Daniel hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. So was machen wir nicht. Oder Baggerfahrer hat die Leitung gekackt. Aber einmal drüber gefahren, ich sage es dir. Uiuiuiui. Ich glaube, wir sollten uns mal irgendwann eine größere Seemaschine kaufen. Du bist mal nur am Kaufen, ne? Mal nur am Kaufen. Kohle ja. Raus, Kohle raus, Kohle raus. Expandieren. Ach, expandieren nennt man das. Ja. Du musst auf die letzten 6 Wochen noch, ne? Ja, ohne Ende. Ich glaube, der Odin ist schon wieder geflogen. Oh, oh. Tschüss, Odin. Viel Spaß beim Landen. Hoffentlich landet er nicht wie so ein Kranich. Guten Morgen, Stefan. Mit Herzchen. In Lila. Nee, wie heißen die komischen Vögel, die so beschissen landen können? Das sind keine Kraniche. Tölpel? Tölpel. Nee, auch nicht, oder? Doch, Tölpel. Tölpel, ne? Tölpel sind die. Die Tölpligen. Fliegen können die erst rein, nur landen ja, ja mal gar nicht. Albatros, genau, ein Albatros ist es. Die können nicht landen. Landen kann so manche nicht. Ich habe auch schon Schwäne gesehen, die haben sich auf dem Wasser überschlagen. So ist das nun mal, ne? Tja. Oh, ist die Arbeit stressig. Ja, aber sie muss gemacht werden, Opa. Ich weiß. Es nutzt alles nichts, sie muss gemacht werden. Guten Morgen, Opi, von Michael. Michael, dir auch einen schönen guten Morgen. Und Omi. Guten Morgen. Direkt weiter zur Info. Die Omi ist auch live. Ihr dürft da alle rübergehen. Oh, oder Arsgeier. Arsgeier. Ist nur nicht zu lesen, Stefan, für andere, glaube ich, weil du hat mein böse Wörter Erkennungsprogramm direkt gestrichen. Aber ich kann es sehen. Was denn? Oder Aasgeier? Mhm. Das kann ich auch sehen. Ja, weil das so dunkelgrau hinterlegt ist. Oder die Nachricht wurde freigegeben. Mhm. Warum? Jetzt ist er wieder weiß. Ja. Weil das erst geprüft wird. Ja. Ob das böse Wörter sind. Mhm. Bei mir ist es komplett grau. Nö, ist ganz normal. Alles gut. Die schlimm bekommen. Ja, es geht los. Es geht schon wieder los. Nee. Ja, Facebook ist kein Ü80, 18. Nein, es steht nicht auf Ü18. Das heißt, hier wird
Ich habe aber die Wortbannstufe nur auf mittlerem. Ja. Ich schreibe nie böse, bin immer lieb. Im Chat ja, sieht man die Geier nicht. Aber gestern Abend hatte der Sascha auch so Probleme, bevor wir angefangen haben zu streamen. Der konnte gar nicht spielen. Aha. Da Internet hoch 10 daneben. Moin, Herr Pressesprecher von Lolo. Ja, keine Ahnung, was zurzeit wieder los ist. Also bei mir ist hier alles relativ stabil jetzt. Ja, hier auch. Ich habe auch keine großartigen Rookie-Loss. Ja, wir haben aber eigentlich meistens Glück mit unserer Leitung, ne? Ja. So oft schon gehört, hier geht was nicht, da geht was nicht und bei uns lief alles. Ja, ich merke es ja während der Arbeiten extremst. Ja. Ja. Ja, guck mal, da fährt ein Sammelwagen. Ja, schön. Das heißt, Teiche ist noch da. Hat denn der Teiche auch... Weiß der Teiche, wo das Zeug rein muss? Weil die Kühe Zeug das rein muss, ja, oder? Die ganze... Alles, was da ist. Beide Felder? Klee und Wiese, alles bei der Kühe rein. Kann sein, dass aber erst mal die Kühe sauber gemacht werden muss. Ja, sonst kannst du da nicht reinfahren. Bleibst du so stecken. Der Jan hat einen Daumen da gelassen. Danke. Und Stefan halt's ja, an. Das mache ich dann, wenn ich auf den Dingler jetzt voll habe. Ja. Jo. Den Sammelwagen. Moin Teichi vom Stefan. Guten Morgen. Was machst du da? Von wem redest du? Ich glaube von dir. Ich höre so ein Klick, Klack, Klick, 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 Klack. Ah, Controller. Jetzt weiß ich es. Ich wusste nur nicht, wo ich das einordnen muss. Da kann. Dabei habe ich den Controller die ganze Zeit auf der gleichen Position liegen. Ja, keine Ahnung. Jetzt war Klicksi, Klacksi. Na jetzt gerade tut sie klatschen. Und noch ein halbes Stündchen. Ja, ein halbes Stündchen haben wir noch. Dann ist Ente im Gelände. Und heute ist Wickelende. Nein, Wochenende. Wickelente. Ja, 21 Uhr. Ja, für dich, das stimmt. Ich habe noch ein bisschen heute was zu erledigen. Die Sigrun hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Jetzt beginnt es erstmal neu. Tanken. Saatgut aufnehmen. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ah. Da ist er wieder. Okay. Machst du heute Dauerurlaub? Ja, so. Guten Morgen von Sigrun. Dir auch einen schönen guten Morgen. Der Odin macht heute ein Rein-Raus. Wir machen hoch und runter und der Rodi macht einen rein raus. Irgendwie hört sich beides komisch an. Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Der Roter, der hat eben gerade alle Lampen angehabt, am Blinken ohne Ende. Ja, dann vermute ich, dass bei dir irgendwo in der Ecke gewerkelt wird oder wirklich jetzt da ein großes Service-Update gemacht wurde. Der Martin hat den Stream geteilt. Dankeschön. Hat sich angehört wie ein Zippo, das auf und zugemacht wird. Ja, es ist so ähnlich.
Arbeitsverweigerung von Odi, ist klar. Aha. Niemals. Oh. Und Emo hat einen Daumen gelassen, was keine Urteil gibt. Was bitte? Ich hab den nicht verstanden. Streiken wegen fehlender Brotzeit. Ach so. Ja, da wirst du dann mit dem Streik nicht weiterkommen. Eher verhungern. Ja. Synchro gleich. So. Oh Manuel hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ach, Synchro, ja. Ja. Kommt dann gleich. Ja. Synchro. So. Auf welcher Karte spielt ihr? Martin, dir. Achso, du hast ja schon Hallo geschrieben. Dir auch einen schönen guten Morgen. Auf der Altkirch im Elders. Und Janette hat einen Daumen da gelassen. Danke, danke. Synchro. Synchro. Moin, moin aus Portugal. Ja, wunderbar, Enno. Und Annette schreibt guten Morgen, dir auch einen schönen guten Morgen. Wünsche wohl geruht zu haben. Das hört sich so blöd an, der Satz, ne? Deswegen sage ich dir bestimmt so gerne. Aha, daher kommt's. Ich wusste, da war noch was. Und aus Portugal. Na, klasse. Portugal. Im Urlaub oder lebend da so? So, so ganz nebenbei. Die Anja begrüßt jeden manuell einzeln tipzelnderweise. Ja. Das ist auch schön. Lass den doch mal einfach los sein. Ja, ist es. Ich lebe hier seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Ja, so, dann. Moin aus Portugal, habe ich gar nicht gelesen. Nein, deswegen hatte ich es gelesen. Du warst nur bei Annette. Bin ich ein Waldwusel. Eno, Entschuldigung, dir auch einen schönen guten Morgen. Ja, schön, wenn du da lebst. Da ist auf jeden Fall am besten das Wetter besser. Ja. Nee, muss nicht, aber meistens. Kommt vor allem drauf an, wo du in Portugal, glaube ich, ja, wohnst. Oder lebst. Odin hat den Server verlassen. Töre. Ich glaube, das wird heute nicht mehr. Oder jedenfalls heute Vormittag nicht mehr viel. Der holt gleich beim Tor den Hammer und dann ist Ende. Ja, dann hat er seinen Router zerlegt. Er ist nämlich wieder geflogen. Jetzt komplett wieder. Ja. Oh, Odin. Circa 300 Sonnentage im Jahr. Ja. Eno, was du da jetzt schreibst, finde ich überhaupt nicht lustig. Nein. Ja, aber Sonnentage ist ja nicht unbedingt das Idealste. Aber wenn du im Landesinneren wohnst, sind Sonnentage doch schon recht ätzend. Das wird dann aber extremst warm. Dafür hat man ja einen Swimmingpool. Den schmeißt Eno sich weg. Ja, klasse. Also so in der Nähe von Wasser, dann geht's ja noch, ne? Weil da hast du dann immer schon eine leichte Brise dabei. Aber so auf dem trockenen Lande? Ja, im trockenen Lande ist auch vollkommen in Ordnung, weil der Eno dann den ganzen Tag neben mir steht mit einer großen Palmwedel und wedelt. Doch, ach so. Das hat er jetzt davon. Tja, man geht doch so netto. Hab mal beim Messenger mein versenktes Auto geteilt. Warum schickst du das nicht in die Gruppe? Eno geht dann zum Strand. Stefan. Also, da muss er auch in der Nähe von Strand wohnen. Moin Eno und Stefan. Omi, sollte irgendwann das komische Ding, was einem Glück bringt, mal zuschlagen, werden wir definitiv auch irgendwo hinziehen, wo es warm ist, nicht zu warm, warm und Meer, schön. Du meinst, das bin ich gerade. Ja, danke. Jetzt wirst du mir langsam unsympathisch. Moin, Stefan. Wir gönnen es doch eigentlich jedem. Doch.
Nimm mit, was du kriegen kannst. So lang wie es geht. Ich bin nur ein bisschen neidisch. Bäh. Siehst du, ob ich in unserem Strand. Wird Update sein, mich hat's auch rausgehauen. Hui. Ja. Vom Hans. Bei uns werden die Updates nur nachts gemacht. Ja. Ich habe die so eingestellt, der kann da nicht mehr tagsüber drauf zugreifen. Weil bis 21 Uhr von morgens 6 Uhr an darf am Router nichts gemacht werden. Nee, du bist weil am Arbeiten. Arbeiten muss. Jetzt geht's wieder. Ich glaube, wenn Odin gleich noch mal reinkommt, wird die Stimmlage schon etwas anders sein. Mittelschweres Zähneknirschen. Ja. Ja, dann müssen so Zwangsupdates machen, weil irgendwas Weltbewegendes ist. Aber es kommt ja auch immer drauf an, welcher Anbieter es ist. Ne? Ja. Das ist kein Update, liegt bestimmt in Facebook oder so. Facebook hat nichts damit zu tun, dass sein Router abschmiert und die ganze Internetleitung weg ist. Stefan, da hat Facebook nichts mit zu kriegen. Das ist sein Internetanbieter. Ja. Wie sie sich auch alle so schimpfen. Gibt ja ganz viele davon in der Zwischenzeit. So ist das im Leben. Mal gewinnt man, mal verlieren die anderen. Genau. So, die 127 habe ich gleich fertig, Opa. Gegrubbert. Getiefenlockert. Getiefenlockert, ja. Gepflügt. Der schreit ja immer dann nach Flügen. Mhm. Ja, das ist so blöde, wenn du Mais machst, ne? Du musst dann auch blühen. Ja, das ist ja das Rapsfeld, das neue. Der Raps war runter, aber nicht gearbeitet. Weiter. Das habe ich jetzt als erstes gemacht. Ach so, das musste noch gepflügt werden. Das musste jetzt noch gepflügt werden, ja. Geflügelt. Elfidix, moin. Moin. Schön, dass du reinschaust. Ruppi, du hast eine Vorgewendung gemacht, wenn du jetzt eh drüber fährst. Ich habe Vorgewände gemacht, damit ich nicht so weit rausziehen muss, dass ich ständig zwischen den Bäumen rumhantieren muss. Guten Morgen, Omi, guten Morgen, Opi. Euch einen schönen Tag und schon einmal ein schönes Wochenende gewünscht. Liebe Grüße, Thomas. Dir auch einen schönen guten Morgen und danke. Und dir dasselbe. Guten Morgen. Und Gerold und Thomas haben Daumen da gelassen. Dankeschön. So, das war nur eins. So. Danke für den Follower, LTDX. Ja, holst du wieder auf? Jammer nicht schon. Morgen, ihr Lieben, vom Frank. Frank, dir auch einen schönen guten Morgen. Lieben gern doch. Dankeschön. Ja. Ich hoffe, es geht dir gut, LTDX. Und Frank hat einen Daumen da gelassen. Danke.
Prost! 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 Du hörst dich aber komisch an. Ja, ein bisschen geärgert. Ich war es nicht. Jedenfalls war es nicht sein Router, der ihn geärgert hat. Nee. Moin euch vom Franz. Franz, dir auch einen schönen guten Morgen. Prost vom Stefan. Ja, mein Kaffee ist leer, da kann ich nicht mehr rumprosten. Ja, doch, ein Schlückchen hab ich noch. Ach, Schlückli. Ein Schlückli? So, letzte Wende. Und dann ist Ende. Mit Ansehen. So, wenn du raus, wünschen einen schönen Tag und immer sauber und gesund bleiben. Pack dir an deine eigene Nase, Nasensascha. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Und danke fürs Reinschauen. Und schön gesund bleiben. Tschüss, Sascha. So, ab nach Hause, auffüllen, gut ist. Oh, Stefan, heizt an. Danke. Und der Andreas hat ein Lachsmiley da gelassen. Dankeschön. Irgendwie hat mein Trecker kaum noch Sound. Aha. Ich komm gleich. Hat er den aufgegessen? Ja, und er fährt nur noch 30. Wer hat denn den auf 30 gestellt? Keine Ahnung. Jetzt fährt er wieder schneller. Und Moin sind von Dominik. Dominik, dir auch einen schönen guten Morgen und schön. Sascha. Vom Stefan. Moin, moin von Marco. Marco, dir auch einen schönen guten Morgen. Du musst heute zweimal die Gefühle wechseln. Erst 13 Uhr zur Beerdigung eines lieben Menschen. Dann um 17 Uhr Geburtstagsfeier meiner Frau. Ach du Heiliger. Ja. Oi, 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 oi. Da hast du ja mal einen ja, sehr guten so Tag erwischt. Aber der erste trifft uns alle und herzlichen Glückwunsch für deine Frau. Genau, auch von der Omi. Und der Marco hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Oh, Opi, lern das doch mal. Dann wäre das ja langweilig. Oh ja. So. Kaffee ist auch schon kalt. Ja. Ja. Das ist halt so beim Zockern. Ich soll morgen auch zur Trauerfeier. Da kann man eigentlich nichts zu sagen. Du fährst auch mit GPS und bitteschön, mein Freund. Ja, ich fahre mit GPS und Dankeschön. Lieben Dank euch beiden. Ich richte es gern aus an meine Frau. Ja, das wäre schön. Mein guter Freund ist schon mit 26 von uns gegangen. Also 26 mal arg früh, ne? Ja. Marco, ich auch. Du fährst auch mit GPS, ja. Ist ja auch beim Streamen vor allen Dingen angenehm. Ja. Gerät ist auch aus. Klasse. Das macht nichts. Ich habe aber mal eine Frage. Ja, dann frag doch. Wenn wir die beantworten können, warum denn nicht? Wenn nicht wir, dann der Chat. Und wenn nicht der Chat, dann macht er Google. So.
Ich nicht, ich fahre mit dem Schlepper. Ja, mit dem Schlepper fahre ich auch, aber GPS unterstützt. Hier stimmt doch was nicht. Hier stimmt das nicht. Warum steht da ein Schwa da drin? Habe ich in die falschen Halle? Welcher Holzkopf hat denn da einen Schwader reingestellt? Brauchst du auch GPS zum Waschen? Ja, selbstverständlich. Du musst ja in Reihe und Glied sauber alles säubern, ne? Dann dafür braucht man GPS, Stefan. Selbstverständlich. Wie machst du das im Spiel, die Cheat im Spielbild angezeigt wird? Ich denke, der Chat, oder? Ich weiß nicht genau, was er damit meint. Der Satz ist etwas verwirrend. Das, was Leute schreiben, das kannst du über OBS einstellen. Du kannst den Chat von OBS im Bild anzeigen lassen. Ist eine Einstellungssache. So, ich bringe dann mal den Schwader dahin, wo er hingehört. Ja. Gehört nämlich neben das Mähwerk. Ja. Der stand aber eben neben dem Feld. Habe ich gemacht, ja, aber den nicht. Rausgeholt hatte. Ja. Dann stimmt irgendwas nicht. Also es funktioniert. Es geht bei mir, dann muss es auch bei dir gehen. Normal, ja. Vielleicht hast du das an der falschen Position stehen. Dass das von einem anderen Feld überdeckt wird. Du solltest das am besten an oberste Stelle setzen. Dann könnte das gehen. Daran könnte es liegen. Komm ich da rum? Oh, da war wieder verkehrt rum. Du wie ich das gern bei YouTube macht das aber nicht. Wenn du in deiner Einstellung bist und deine, da wo du die Kamera drin stehen hast, das Spiel drin stehen hast, brauchst du die Zeile nur zu nehmen, festzuhalten und nach oben zu versetzen. Hol ihn wieder weg? Ja, schon lange wieder weg. Ich glaube, der hat jetzt den Papp auf. Ja. Ja, vielleicht macht er auch mal eine Kontrolle. Okay, dann probiert das mal. Mach das. Und das kannst du nur im Stream lesen, nicht auf deinem Spielemonitor, ne? Da kriege ich das auch nicht angezeigt. Da habe ich nur das Spiel. Also dann kannst du das nur über den Kontrollbildschirm sehen. Ja, nur auf dem Kontrollbildschirm. So, das ist für dich, das ist für dich. Ich werde kein neues Feld mehr anfangen. Ich werde den Mist weiterfahren. Hier ist zumindest sauber gemacht worden. Bei der Kühe. Ja, bei der Kühe ist sauber gemacht worden. Ach, was? Ja. Sonst Teichi, kann er ja hast nicht du, hast du direkt alle sauber gemacht oder nur die Kühe? Jetzt nur die Kühe. Oh, Mistikowski ist fertig. Zumindest hier. Otto hat einen Daumen da gelassen. Dankeschön. Ja. Fein, fein.
So, noch 9 Minuten. Ja, bei mir sind 10. Und dann ist der Morgenstream beendet. Und dann werden wir sehen, ob wir heute Abend auf Twitch streamen oder hier auf Facebook. Wenn alles funktioniert, dann auf Facebook. Wer seine Glocke anhat, weiß ja, wo er dann draufklicken muss. Darf. Kann. Müssen, darf und dürfen. Sollen. Können. Möchten. Oh ja. Und es könnte dann auch ein bisschen später werden. Wundert euch also nicht. Das hat denn was damit zu tun, wie zeitnah der Opa dann heute Mittag noch ins Bett kommt. Ja, ohne hinlegen funktioniert leider nicht. Eben. Das kriege ich nicht geregelt. Eben. Und je nachdem, wie zeitnah wir das jetzt gleich alles soweit eingestellt kriegen, daran entscheidet sich, wie zeitig du ins Feierbett kommst. Ja. Und es dreht sich darum, die Sterne und so weiter einzurichten. Ja. Dafür haben wir uns ja, habe ich extra für ein Gewerbe angemeldet. Ja. Damit das alles seine Richtigkeit hat. Und damit keiner kommen kann und sagen kann, der zahlt seine Steuern nicht. Bitte? Ich glaube, Teichi war mit seiner Frau dran. Ach so. Das wird so nix. Dann müssen wir nochmal ein Stück zurück. Oh. Wer holt mir einen Kaffee? Du. Immer der fragt. Geht nicht, ich bin gerade am Arbeiten. Ja. Danke, kann man irgendwann mal auf deinen Stream kommen? Ich habe auch Twitch und Tanzstream wie auf Facebook. Kannst du mal vorbeischauen, wenn du und deine Frau mögt? Ich verstehe das mit dem, kann man auf deinen Stream kommen nicht. Dann wünsche ich schon mal Glück dabei, dass es funktioniert. Ja, werden wir merken, ob wir das geregelt kriegen. Wenn du meinst, bei uns mit streamen zu können, also mitspielen und mit streamen, das wird bestimmt zurzeit nichts werden. Wir haben nämlich schon mit Streamer. So, wo wollte ich hin? Ich wollte hier einmal drüber fahren, denn ich kann ja von hier aus arbeiten. Das Einfachste ist, Marco, du schreibst den Opa über die Gruppe an. Dann wir hier drin Mist. Ihr sollt mal auf das habe ich verstanden, dass wir auf seinen Stream mal kommen sollen, dürfen, ja. Können. Das können wir sicherlich mal machen. So, dann kann ich den an den ins Silage bringen. Und dann ist der Frühstream schon fast gehalten. Ente im Gelände. Ich bin die Mama von Marco. Aha! Mama von Marco. Ja.
Nämlich auch so Sachen, wenn er Fragen hat, kann er mir besser auch in der Slow-Gruppe schreiben. Das kann ja dann sowieso nur ich lesen. Oder die Omi. Das werden wir dann nicht veröffentlichen, aber ich kann ihm auch dann besser antworten. Oder er muss mich auch mir einen Follower bei nicht Follower, eine Freundschaftsanfrage bei Facebook senden. Dann kann ich ihn auch zur Not anrufen. Und ich rufe nur per Videochat an. Schon mal zur Vorwarnung. So. Habt alle einen super schönen Tag. Bis heute Abend. Tschüss. Wie kommen wir in die Slow-Gruppe? Ja. Einfach Slow-Gruppe aufrufen und die Anfrage stellen. Und dann wird das genehmigt. Und dann seid ihr in der Slow-Gruppe. Tschüss, Lolo. Geht Lolo? Ja, Lolo geht jetzt. Tschüss, Lolo. Bis heute Abi bünd. Werner haut einen Hund rein, der winkt. Und der Otto hat einen Daumen da gelassen. Okay, machen wir gleich. Bekommst du eine Frage? Eine Anfrage. Anfrage. Ja, ich sollte aufhören zu streamen. Ed ist soweit. Ich lese wieder nur noch Bruchteile von dem, was da steht. Ich wollte gerade sagen, ab und zu fehlen dir dann so ein paar Buchstaben. Ne? Mhm. Und der Michael hat den Stream geteilt. Dankeschön. Allerdings sind wir in 3 Minuten am Ende. Und den Daumen hat er auch da gelassen. Danke, danke, danke. Jedenfalls habe ich das 132 zur Hälfte schon fertig gegrubbert. Getiefenlockert. Ja, es war heute ein aufregender Stream. Und der Richard hat den Daumen da gelassen. Dankeschön. Ja, grubbern ist immer sehr aufregend, ne? Ja, aber es muss nun mal gemacht werden. Ja, einer muss den Job machen. Ja, und heute war ich es leider. Ja, ich war gestern und als ich angefangen habe. Denn da stehen noch 2 Felder mit Mais drauf, die müssen nachher auch getiefenlockert werden. Sorry, muss erstmal mit meiner Leitung klären. So bringt mir das nichts. Odin, kann ich vollkommen verstehen. Das Einzige, was das bringt, ist Wut. Alles gut, Odin. Lass dir Zeit. Mach dir einen schönen Tag mit deiner Frau. Nicht stretchen lassen. Hilft nix. Nö, bringt da gar nichts. Nö. Dich aufregst oder nicht so. Jetzt kommt mein letztes Schlückchen Kaffee. Juhu. Ja. Ich setz dann mal die letzte Bahn an. Schönen Tag gewünscht, Odin. Von der Rania. Und dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich bei meinen Zuschauern. Bescheid schreiben sie mal schon. Bei meinen neuen Followern. Ich wünsche euch einen angenehmen Nachmittag. Seid alle lieb. Genießt den Tag. Wir werden uns heute Abend wahrscheinlich nicht hören, vielleicht lesen, wenn ich dazu komme. Ansonsten morgen. Morgen werde ich auf jeden Fall wieder dabei sein. Morgen Abend, nicht morgen früh. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Omi. Tschüss. Markus in Gruppe hat doch schon geschrieben. Na, wird sich dann später melden. Gut. Also ich kann nicht sagen, dass ich sofort antworte oder Gewehr bei Fuß stehe. Ne? Kann mal ein bisschen dauern. Ich wünsche allen einen schönen Nachmittag und bis heute Abend auf Twitch, ja, oder auf Facebook. Tschüss, Omi von Anja. Tschüss, tschüss. Wow. Schön mit Ö, Omi von Hans.
Ja, meine Zeit ist jetzt aber auch abgelaufen. Wir haben 3 Stunden voll. Das reicht. Nüsi. Oh. Kann mal einer mein Bein gerade machen? Danke. Nee, das ist kein Problem. Und schöne Grüße an Omi. Die hört noch zu. Ja. Dankeschön. Moin Obi, Omi und die ganze Crew. Rainer, dir auch einen schönen guten Morgen und tschüss Rainer. Wir gehen nämlich jetzt raus. Meine lieben Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Daumen, danke fürs Teilen, danke für die ganzen neuen Follower. Ganz großen Dank an den Chat fürs fleißige Mitschreiben. Wir sehen uns entweder heute Abend auf Twitch oder heute Abend auf Facebook. Kommt drauf an, wie wir das hier mit den Einstellungen schaffen. Und damit bin ich raus und tschüss.